Okay, dann. Ja, scheiß drauf. Mehr. Fuck it. Tun wir's. Ja? Genau. Genau, aber ich gehe nicht los, bevor das Licht dunkel geworden ist. Das ist ganz einfach. So, jetzt. Genau. Ich bin. Wo ist ich? Natürlich, es ist unlogisch, was ich sage. Ich bin da, aber ich bin normalerweise nicht da. Weil es ist eigentlich so, dass eigentlich moderiert diese Veranstaltung die einzig wahre und richtige Moderatorin, nämlich die Mie. Ich weiß nicht, ob die sie kennen. Das ist eine sehr attraktive Frau mit einem mindestens genauso attraktiven Buckel. Aber Miri ist aus irgendwelchen Gründen jetzt nicht erschienen. Sie ist irgendwie indisponiert. Und das ist Tom. Tom gibt mir jetzt das sogenannte Havarie-Mikrofon. Das bekommt man, wenn quasi die Technik zusammenbricht. Hallo, genau. Das fühlt sich jetzt aber wesentlich schlimmer an als vorher, weil Sie mich jetzt nämlich hören können. Ja, genau. Richtig. Ich, für diejenigen, die schlecht hören, es ist so, die Miri, die also eigentlich moderiert, die ist jetzt nicht da. Und ich bin jetzt da. Und ich wurde jetzt aufgefordert, kurzfristig diese Sendung zu moderieren. Und ich bin kein Moderator, ich bin professioneller. Ah ja, hallo, ich bin, mein Name ist Martin. Ja, wie noch? Martin Brachvogel, ich heiße wirklich so. Ich bin professioneller Schauspieler und für Roboter mit Senf mache ich normalerweise die Außenreportagen. Und ich war auch schon auf dem Weg nach Oberösterreich, ins Obernatal. Und dort wollte ich mit zwei Fäustlingen und einer Pendelhubstichsäge beweisen, dass Thomas Bernhard nicht. Das springt jetzt jeden Rand. Das werde ich jetzt nicht weiter ausführen. Miri. Ich soll das jetzt moderieren. Ich bin völlig unvorbereitet und ich bin kein Moderator. Ich hasse das. Ja, das entspricht sehr, also das hat sehr viel Nähe zu meinen, zu vielen Albträumen, die ich in der Nacht habe. Der einzige Unterschied ist, dass, nein, das ist eigentlich überhaupt kein Unterschied. Das ist eigentlich genau dasselbe. Und deswegen, ich kenne die Show als Außenreporter aus einem kleinen Bildschirm und das auch nur fragmentarisch. Ein paar Sachen weiß ich, aber das meiste werde ich ablesen müssen. Und ich habe hier die Unterlagen von der Miri bekommen und wer Miri kennt, der weiß, sie hat ihr eigenes System und es ist tatsächlich sehr, sehr schwer durchschaubar. Und deswegen bitte ich Sie, sich mit mir zu solidarisieren und mit mir das Ganze zu durchstehen, sonst ist das für uns alle sehr unangenehm. Aber was soll's. Ich werde jetzt einfach mal anfangen, das zu lesen, was hier steht. Ich bin, wie gesagt, professioneller Schauspieler und professionelle Schauspieler machen das nämlich immer so, dass sie ihre mangelnde inhaltliche Kompetenz wettmachen durch umso mehr Form. Und das werde ich jetzt probieren. Herzlich willkommen zu Roboter mit Senf, der Literaturshow. Achtung! Das ist noch nicht der offizielle Anfang. Wir befinden uns immer noch vor dem Anfang. Ich habe keine Ahnung, was ich da lese. Ein Konzept, zwei Moderatoren, drei Gäste und das Ganze am Würstelstandl, weil am Würstelstandl, da kommen die Leute zusammen. Und wir haben da nicht irgendein Würstelstandl, nein, wir haben da ein Würstelstandl aus der Zukunft. Jalousie hoch! Alles war ich. Man hört mich, ja, das hat Pin gemacht, ja, auch keine Ahnung, was das, egal. So,
Genau. Weiter geht's. Was spielt er noch? Hier, genau. Hier kann sich wirklich die ganze Welt treffen, ein Bier trinken, ein Würstel essen und hier den Goethe lesen. So auch unser Musiker. Herzlich willkommen, Julian Werl! Er liest heute Goethe stirbt von Thomas Bernhard. Danke, Julian Werl. Er wird uns heute den ganzen Abend begleiten als DJ Goethe. Sehr gut, Julian. Ja, das war das. Es ist wirklich fürchterlich, ich hasse es, aber wird schon. Genau, ich habe ganz kurz vor der Show habe ich noch mit der Miri telefonieren können und es war leider ein wirklich sehr, sehr kryptisches Gespräch. Ich habe versucht herauszufinden, warum sie nicht hier ist und was sie denn hat. Ich habe gar nichts verstanden und deswegen bin ich umso glücklicher, dass es uns gelungen ist, unter größtem technischen Aufwand eine Live-Schaltung zu Miri nach Hause zu legen, ganz kurzfristig. Und so kann ich jetzt die Miri wohl direkt fragen. Können wir bitte, was ist das denn? Das ist... Das macht Spaß. Hallo Miri, kannst du mich hören? Kannst du mich hören, Miri? Hallo Martin. Du, ich möchte jetzt gleich gern ganz am Anfang sagen, es tut mir total leid, dass ich heute nicht da bin. Jetzt sind die Leute da, aber ich bin nicht da und du bist da, wo sonst ich bin. Weil normalerweise bist du ja da. Also jetzt nicht da, da, bei mir daheim da, aber im Video. Ja, ich wollte... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich wollte dich nur fragen... Martin, ich weiß irgendwie einfach nicht, was mit mir los ist. Mir ist bisher noch nie so gegangen. Und ich habe jetzt die ganze Zeit drüber nachdenken müssen, was du vorher am Telefon zu mir gesagt hast. Du hast mich gefragt, was hast du denn genau? Ja, und da würde ich gerne... Ich habe gedacht, stimmt, also, was habe ich genau? Ich weiß nicht, was ich genau habe. Was habe ich genau? Und deswegen habe ich den Ablauf von meinen Symptomen nur mal genau zusammengeschrieben. Vielleicht ist es ja hilfreich. Ich habe insgesamt viermal geschrieben, einmal um 7.31 Uhr, 9.45 Uhr, 13.01 Uhr, um 16 Uhr. Ja, bitte schauen Sie da nicht hin, das ist unwürdig. Okay, wir warten jetzt noch 5 Minuten, aber dann werden wir das abbrechen. Fünfmal geschrieben. Und zwischen vierten und fünften Mal, da war eine kurze Pause, da wollte ich aufstehen. Es ist ca. 18.05 Uhr, ich will aufstehen und schlage dafür die Decken auf die Seiten, da fällt mir die Tiramisu-Form von dem Tiramisu, was ich gestern zur Gänze aufgegessen habe, auf dem Boden. Mach, das Tiramisu war vielleicht gut. Das ist schon eine Woche in der Küche gestanden, ich habe immer wieder so einen Blick drauf geworfen gehabt und gestern Abend, da war es dann soweit, da ist Ratzeputz ganz zusammengegessen und es hat sich ausgezahlt. Auf jeden Fall, die Form fällt am Boden. Der Glasfunksitzer springt überall Scherben. Ich steige über die Scherben drüber, auf dem Weg zur Tür, wirklich schon fast ganz da bei der Tür. Haut's mich um, bin ich in Ohnmacht gefallen. Scheiße. Hab mich gar nicht auskennt. Da in der Ohnmacht. Ganz finster war's. Und da ist mir plötzlich gekommen, Martin. Das Leben ist ein unaufhörlicher Ablauf von Finsternissen. Ja. Ein Prozess, der immer schlecht ausgeht, egal was man tut und wer man ist, Martin. Ein Siechtum. Genau, oh, danke, das Leben. Danke, Miri, für diese plastischen Beschreibungen und auch Darbietungen. Ich bin auf jeden Fall total froh, dass du hier bist, weil das Telefonat, das hat mir wirklich größte Sorgen bereitet. Und ich hoffe, dass du jetzt auf eine Weise bei uns bist, hilft dir vielleicht sogar ein bisschen, dich abzulenken von deinem Zustand und hilft dir vielleicht sogar, etwas gesünder zu werden. Wir sprechen uns später noch. Danke. Würste. Entschuldigung.
Gut, ja. Ja, so, jetzt gehe ich weg und dann komme ich gleich wieder und dann startet die Show. Willkommen zu Roboter mit Senf, die Literaturshow. Diesmal zum 8. Mal im Literaturhaus Graz. Ja, gut, ja, das war das. Ich möchte jetzt an dieser Stelle noch einmal etwas über das Anliegen dieser Veranstaltung sagen, weil das ist auch mir persönlich ein Anliegen. Es ist so. Es gibt immer weniger Menschen, nehmen ein Buch zur Hand und lesen. Das ist nun mal ein Zeitgeistproblem. Und es gibt da verschiedene Feinde der Literatur, natürliche und unnatürliche Feinde. Da zum Beispiel ist es Videospiele, Fernsehen, Streamingdienste, soziale Internetdienste, überhaupt das Internet und selbstverständlich auch der Klimawandel. Und wir möchten mit dieser Show wieder die Literatur zurück. Zu den Menschen, zurück in die Mitte der Gesellschaft bringen. Ja? Also das geht Sie eigentlich alles überhaupt nichts an, weil Sie sind ja schon da. Wir möchten mit dieser Show quasi durch die Wände des Literaturhauses wieder in die Mitte der Massen. Also nicht zu Leuten wie Sie und ich, sondern zu normalen Menschen. Und so wieder die Literatur zurück in die Mitte der Gesellschaft bringen. Das ist das ambitionierte Anliegen dieser Veranstaltung. Genau. Aha, ja, jetzt kommt mein Lieblingsteil. Ist doch richtig, in den Roboter, oder? Ja, Gott, in den Roboter. Gut. Jetzt ist es soweit. Jetzt kommen die zwei Personen, die für diesen Abend verantwortlich sind. Im Kampf um die Aufmerksamkeit der Mitte der Gesellschaft haben sie schon 7-mal diese Show moderiert, dabei mit Wortwitz brilliert und jeglichen Gegenwind ignoriert. Sie lieben Würstel und geben auch heute wieder ihren Senf dazu. Großen Applaus für Klaus Karstberger und Daniela Striegel! Ja, herzlich willkommen. Die Kultur ist zurück, das Publikum ist zurück. Wir haben 3 Gäste heute eingeladen. Martin Beichel, Nikolaus Mahler und Florian Köhler als Frau Zittel. Eine reine Männerpartie, das übergeordnete Thema des heutigen Abends ist, dazu passend, Thomas Bernhard, der wie eine große Finsternis über uns allen schwebt. Aber Florian Köhler wird, damit wenigstens eine Frau dabei ist, als Frau Zittel erscheinen. Ja, das habe ich in meinen Verträgen hier. Es kann nicht sein, dass nur Männer sind. Also deshalb vielen Dank, dass Florian Köhler dieses Spektakel auf sich nimmt. Wir holen uns ein Bier und irgendjemand macht weiter. Genau, ich mache weiter. Genau. Ich muss warten, bis Sie sitzen. Wir sitzen. Gut, Sie sitzen, okay, genau. Es geht, an dieser Stelle möchte ich bitte nochmal dringend zu der Miri schalten, weil ich bin wirklich gemessen an Ihren ganzen Reaktionen in größter Sorge. Können wir bitte zur Miri schalten, wenn das möglich ist? Geht es? Miri, die Show hat schon begonnen. Wie geht's dir denn inzwischen? Hallo Martin, du, ich habe jetzt den Ablauf von meinen Symptomen nur mal genau analysiert und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass meine beiden Hauptsymptome Erbrechen und Ohnmacht sind. Ich habe das jetzt auch gleich schon im Internet nachgeschlagen und da kommen über 50 Krankheiten in Frage. Oh.
Bodenverdreher. Aber irgendwie passt nichts so wirklich. Ja. Alkoholvergiftung, hab nichts getrunken. Nahrungsmittelunverträglichkeit, ich vertrag alles. Gastritis, war kein Besuch da. Frühsommer, Meningoenzephalitis, Frühsommer ist schon vorbei. Höhenschwindel, bin unten. Hitzschlag, Sonnenstich, war nicht draußen. Hirnblutung. Reiseübelkeit, war nicht weg. Meniere-Krankheit, kenne ich nicht. Stoffwechselentgleisung bei Zuckerkrankheit. Ich bin weder zu zuckerkrank noch entgleist. Eileiterriss bei Eileiterschwangerschaft. Nicht schwanger. Eileiter- und Eierstockentzündung. Nicht schwanger. Eileiterstock. Okay, merke, Miri, ich habe es verstanden. Es sind nicht die Eileiter. Ich wollte fragen, Miri, ob du vielleicht vor deine Tür geschaut hast, weil ich habe dein kleines Paket hinterlassen, ein Care-Paket. Und ach so. Ja. Das ist von mir. Und das ist von dir? Genau, und ich würde mir sehr wünschen, dass du es nicht öffnest, weil... Dann hätte ich schon aufgemacht. Ich habe mir gedacht, das ist von der Mutter. Nein, ich habe da, glaube ich, einen Fehler gemacht mit den Geschenken, die ich eingepackt habe. Mach es nicht auf, mach es nicht auf. Danke, Martin. Mhm. Ein Bier? Ein Buch? Und ein Würstel. Ja, und das würde ich an deiner Stelle auf keinen Fall essen, weil du Mahlzeit. Mmh. Ja. Gut. Ja, da Miri nun ihrem Reizmagen ein warmes Bier und ein Würstel mit Senf zuführt, können wir uns alle vorstellen, was dabei herauskommt. Apropos übergeben. Ich übergebe jetzt an Gastgeber Karstberger und Gastgeberin Striegel. Es gibt Neuigkeiten aus der Literatur. Ja, ich weiß nicht, ob du vielleicht jetzt auch mit leichten Üblichkeitsgefühlen kämpfst. Ein bisschen, ja. Aber wir werden damit fertig werden. Was ist Neues passiert? Die Neuigkeit ist eigentlich, dass Klaus Karstberger einer Grazer Literatin zum Bachmann-Preis verholfen hat, nämlich Nawa Ibrahimi. Ja, ja, Graz hat eine Bachmann-Preisträgerin. Einmal ist es knapp gescheitert. Valerie Fritsch ist vor 5 Jahren Zweite geworden und Nawa Ibrahimi, die nach dem Bachmann-Preis ansatzlos von einer Grazerin und Österreicherin erklärt worden ist, obwohl sie immer sagt, sie fühlt sich eigentlich als Kölnerin und als Deutsche hier in dieser Stadt, hat den Bachmann-Preis in die Stadt Graz gebracht. Ja gut, das ist kein Wunder mit der Reklamierung für Graz, denn bekanntlich ist ja auch Elfriede Jelinek nach ihrem Nobelpreis von der Steirer Krone getitelt worden, als Obersteirerin gewinnt Nobelpreis. Ja, ich weiß, ich kenne mich in der Steiermark ja immer noch nicht aus. Ist Graz Untersteiermark eigentlich? Nein, würde ich nicht sagen. Untersteirerin gewinnt Bachmann-Preis. Ja, ja, was außer der Literatur Thema war, waren modische Fragen. Du hast mit einem Pork Pie Hat Furore gemacht. Wie kam es dazu? War reiner Zufall. Also ich bin von der Wea Kaiser, die ja ein Herz und eine Seele ist, abgeholt worden mit dem Auto von ihrem Urologenfreund, und in meinem Büro hier oben ist einfach dieser Hut herumgelegen und der hat mir 6 Jahre nicht gepasst und plötzlich hat mir der gepasst und dann habe ich gedacht, den setze ich jetzt auf und lasse ihn auf und ja, also mit solchen Dingen kann man im Fernsehen mehr überzeugen als mit ordentlichen Analysen von Literatur. Ja. Vielleicht hat dieser Hut beigetragen, dass der Nawa Ibrahimi das eigentlich gewonnen hat. Er hat jedenfalls Glück gebracht. Ja, er hat Glück gebracht. Ich werde ihn nächstes Jahr wieder aufsetzen, glaube ich. Ja, genau. Aber unser Thema ist ja eigentlich heute der Thomas Bernhard. Heute ist Thomas Bernhard das Thema und das ist ja immer ein aktuelles Thema der Literatur seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten, und es gibt keinen anderen Autor, der so viele Jahrestage hat. Es ist jeden Monat ist ein Jahrestag von Thomas Bernhard. Wir kennen uns so lange, aber eigentlich weiß ich überhaupt nicht, was du von Thomas Bernhard denkst. Da bist du eigentlich, ist das ein Offenbarungseid, den ich nicht geleistet habe? Ja. Ja. Es ist nicht sehr originell, aber ich war schon in meiner Schulzeit ein Fan und es hat sich nicht geändert. Na, es gibt ja gerade so von weiblicher Seite, auch von feministischer Seite, schon sehr lange irgendwie auch so Einwände. Die Ria Endres, eine der ersten Dissertantinnen, die hat eine Dissertation abgeschlossen und hat gesagt, nach der Dissertation nie mehr ein Wort von Thomas Bernhard, diese wahnhaften
Männergenie-Figuren, die hält sie nicht mehr aus. Also das kannst du nicht nachvollziehen. Nein, die finde ich gerade lustig. Also ich finde, Thomas Bernhard hat ja auch Witz. Wenn man es ganz tierisch ernst nimmt, dann... Die Ria Endres nicht. Ich glaube nicht, dass die sehr viel Humor hat. Kennst du die? Nein, aber das, was ich von ihr gelesen habe... Ja, vielleicht schaut sie zu. Also aber ich glaube, sie hat sich später auch noch mit Thomas Bernhard beschäftigt. Ja. Also man kommt nicht so leicht los von ihm, wie man sich vornimmt. Also ich habe ja ein bisschen das Gefühl, Thomas Bernhard ist so ein bisschen wie eine Krankheit. Also man hat, jeder hat sie einmal und man wird wieder geheilt davon. Bist du geheilt? Nein, und man fällt dann immer wieder zurück auch. Also ich habe so Phasen, da habe ich den gar nicht ausgehalten und dann kommt es irgendwie so zurück. Also eigentlich wie so ein Virus, also so ähnlich wie ein Virus. Das Thema wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ja. Es ist überhaupt so krankheitslastig heute. Also, ja. Das gibt es ja nicht. Was? Das sitzt da der Martin Huber. Der Martin Huber? Ja. Der hat einen weißen Anzug da. Ja, es blendet ein bisschen, aber das wäre aber ein Zufall. Kann er nicht sein, was soll der in Graz machen irgendwie? Der wohnt nicht in Graz, das weiß ich ganz genau. Aber wir müssen uns erklären, das ist praktisch also einer der wichtigsten Bernhard-Experten. Ja, wenn das wäre. Ja. Wenn das wäre. Der wichtigste Bernhard-Experte. Eigentlich die weltweit größte Koryphäe auf dem Gebiet der Bernhard-Forschung. Also das wäre, also das glaube ich nicht. Ja. Martin, bist du's? Ich stehe. Ja bitte, dann musst du auf die Bühne kommen. Ja, dann heraus, bitte heraus mit dir. Ja. Ja. Wo soll ich mich suchen? Bitte. Ja, nach dieser Einführung kann ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Ja, dann gehst du halt wieder. Ja. Ich zerstöre ja meinen Ruf, den du jetzt mühsam aufgebaut hast. Man muss wirklich mal, also wer die Heldenplatz-Inszenierung in Graz gesehen hat, der kennt Martin Huber, weil es gab ja in dieser Inszenierung von Heldenplatz so ein erklärendes Vorspiel und einer der wesentlichen Zitate kam auch von Martin Huber, also ist erwähnt worden auch, also du bist in Graz auch wirklich bekannt, man hat dein Gesicht noch nicht gesehen, das ist er tatsächlich, irgendwie ist kein Lookalike, sondern er ist es. Und Martin Huber ist ein Studienkollege von uns und du warst eigentlich der Erste, Thomas Bernhard ist 1989 gestorben und ich glaube 10 Jahre später warst du der erste Literaturwissenschaftler, der tatsächlich Zugang zu dem Nachlass von Thomas Bernhard bekommen hat. Damals hat es das Archiv noch nicht gegeben, also du hast sozusagen dieses Jus prima noctis mit dem Nachlass gehabt. Das stimmt doch so, oder? Stimmt. Ja. Sogar in der Wohnung von Thomas Bernhard. Wie war da die Atmosphäre? Ja, also das Zimmer, in dem er gestorben ist, war abgesperrt. Und im anderen, im Wohnraum, also in Gmunden, in der Lerchenfeldgasse, da stand, oder im Vorraum stand ein Safe, in den Peter Fabian, also der Halbbruder aus den verschiedenen Häusern und Wohnungen Thomas Bernhard, also er hatte ja in Oberösterreich bekanntlich 3 Häuser und in Gmunden eine Wohnung und in Wien die Wohnung von Hedwig Stawianicek. Und Fabian hatte da schon alle Materialien, die er gefunden hat, zusammengeführt und alles, was nach Typoskripten ausgesehen hat, in diesem Safe verwahrt. Und das war der Zustand, wie ich den Nachlass vorgefunden habe. Und was hast du da gemacht? Also das war in so einem Kasten, glaube ich, oder? Genau, in einem und Safe, das muss ja ein aufregender Zustand gewesen sein. Hast du schon mal gleich einmal alles zerfetzt und geschaut, genau. wo das tolle Nachlassstück ist? Oder? Ja, ich habe alles in den Rucksack gestopft. Ja, und ausgeschüttet. Genau, ja. Bin ich in die höllische Dachkammer gezogen damit. Ja. Nein, also man muss sagen, das Ganze war ja eben schon vorgeordnet. Das hat nicht nur Peter Fabian getan, sondern eben auch der... Ja, Stiefvater Thomas Bernhard, also dann der Mann von Hertha, Fabian Bernhard. Und der hat das schon einmal vorgeordnet. Also überall, es gab ja sozusagen einen unterschiedlich schwierigen Nachlassbestand. Also es gab einerseits Konvolute, wo halt Auslöschung draufgestanden ist und dann die Reinschrift des Romans Auslöschung drinnen war. Das zu erkennen, ist jetzt nicht besonders schwierig. Also das war dann gesammelt, aber es gab auch, heißt das, dass ich mit... Jetzt nein, das heißt Würfel. Das heißt das Würfel. Okay. Ja. Ja. Aber es gab auch natürlich verstreute Blätter.
Und ja, alles, was verstreut war und nicht so einfach zuordnen war, hat Emil Fabian zunächst einmal in so konvoluten verstreute Blätter oder unidentifizierbares abgelegt. Ja. Und ich habe dann einmal eine, wie das so schön hochtrabend heißt, eine In-Situ-Sichtung vorgenommen, um einmal den ganzen Zustand, so wie ich ihn vorgefunden habe, zu dokumentieren, sodass man auch im Nachhinein, und das kann man bis heute damit, auch bei Blättern, die ich auch nicht sofort zuordnen konnte, feststellen kann, wo sie gelegen sind und aus dieser Fundlage vielleicht noch schließen kann, wozu es gehört. Ich würde jetzt gerne so eine Sportreporter-Frage stellen, weil wie hast du dich da gefühlt? Weil sozusagen das ist der Raum gewesen, wo Thomas Bernhard gewohnt hat, wo er gestorben ist, dann ist sein Nachlassbestand da. Also man könnte sich ja vorstellen, du hast das Gefühl gehabt, dem Autor, der ja gesagt hat, seine Lebenskrankheit sei die Distanz, unglaublich nahe zu sein. War da so ein Gefühl der Nähe, der Aura des verstorbenen Dichters und hat dich das irgendwie beeinflusst und irgendwie auch mitgenommen oder hast du das anders erlebt? Ich muss gestehen, dass ich da relativ unsentimental an die Sache herangegangen schade. Bin. Praktisch schade. Schade. Wir Pathologe sozusagen. Ja. Also sind schon die Blätter für mich irgendwie im Mittelpunkt gestanden. Ja. Allerdings gibt es ja sozusagen einen Stellvertreter, Thomas Bernhard zu vererben, und den gab es damals schon, Peter Fabian. Ja. Und es gibt ja in der Zwischenzeit alle möglichen Post-Thomas Bernhard-Romane auch, und in einem davon hat Thomas Bernhard überlebt. Ich weiß nicht, ob ihr kennt, vom Alexander Schimmelbusch. Also der Unselt hat ihn eine sündteure Antikörper Therapie bezahlt in New York, und Thomas Bernhard lebt jetzt mit Frau und Kind in Mallorca. Also diese These kannst du nicht bestätigen. Ja, vielleicht, aber in dem Roman jedenfalls trifft sich der mit Unselt nach Jahren und schlägt absurderweise vor, dass sie sich in Gmunden treffen, und der Unselt sagt, das geht doch nicht, der erkennt sie ja jeder, und der sagt, er fährt mit dem Range Rover übrigens vor am Gmunder Bahnhof, um ihn abzuholen. Er sagt, kein Problem. Weil Peter Fabian hat sich in der Zwischenzeit mir anverwandelt, dass alle glauben werden, dass es Peter Fabian ist. Also das war jetzt ein Zeitsignal, aber wir haben noch Zeit. Ich wollte fragen, es ist dann nach dieser ersten Sichtung doch relativ viel Staatsgeld auch in den Thomas Bernhard und die Stiftungen und die komplizierten Konstruktionen geflossen. Ich habe es mal ausgerechnet. Eigentlich war Thomas Bernhard, der zeitlebens dann gegen Ende alle Preise abgelehnt hat, posthum der meistgeförderte Schriftsteller Österreichs. Es hat ein Archiv, ist etabliert worden in Gmunden, im wunderbaren Toskanaberg. Fahren Sie nach Gmunden, ein wunderbarer Ort. Ich bin aus Gmunden. Fremdenverkehr braucht immer Unterstützung dort. Bernhard ist nicht mehr dort, der ist irgendwo. Aber du warst dann auch Leiter lange Zeit. Du warst Herausgeber einer Leseausgabe von Thomas Bernhard, die längst abgeschlossen ist. Bei Suhrkamp hast publiziert. Und du warst dann lange Zeit Leiter dieses Thomas-Bernhard-Archivs. Willst du darüber, über diese Zeit vielleicht noch etwas erzählen? Ja, also es war auf alle Fälle eine schöne Zeit in dieser Villa Wittgenstein-Stoneborough. Also es hat die Lieblingsschwester eigentlich von Ludwig Wittgenstein mit ihrem amerikanischen Mann diese ganze Halbinsel gekauft und bewohnt. Und dort ist es eingerichtet worden. Und ja, heute würde man oder neumodisch würde man sagen, das war ein Window of Opportunity. Also in diesen 15 Jahren, die ich das geleitet habe, haben wir eben die ganze Werkausgabe herausgeben können. Also immerhin 22 Bände und eben den Briefwechsel mit Siegfried Unselt und alles mögliche andere auch noch. Und gleichzeitig den Nachlass zugänglich machen. Und das war mir von vornherein ein Anliegen für die Forschung. Also es waren viele, auch der Martin Peichel zum Beispiel, war dort am Thomas Bernhard Archiv und hat geforscht. Das war eine wunderbare Gelegenheit. Ja, ich möchte die Zeit, die uns noch bleibt, nutzen und kurze Antwort damit. Warum ist dieser Thomas Bernhard eigentlich noch immer populär? Warum wird er noch gespielt? Warum ist er noch da? Warum wird er noch übersetzt? Was ist da dein Ansatz? Warum hat er so eine nachhaltige Wirkung eigentlich? Viele Autoren sind ja dann weg eigentlich in dem Augenblick, wo sie selber nicht mehr da sind. Ja. Das ist tatsächlich erstaunlich. Ja. Also gerade jetzt, wie du ganz richtig bemerkt hast, gibt es ja jede Menge Thomas Bernhard Jubiläen. Also es wird jeder Todestag und jeder Geburtstag und jeder Namenstag irgendwie glücklich auseinander, sodass man wirklich alle paar Jahre zumindest ein rundes Thomas oder halbrundes Thomas Bernhard Jubiläum feiern kann. Offenbar, weil er schon für dieses Land
einerseits einige wunde Punkte getroffen hat. Ich meine, die ganze Heldenplatz-Geschichte ist uns ja immer noch in Erinnerung. Und andererseits, weil er natürlich schon einen eigenen Sound in seinen Büchern hat, der unverwechselbar ist. Also, er wird bleiben. Ja, eben, es gibt das schöne Antonio Fiam-Dramolett, wo sich der Unsel Luderich Ranitzky am Grenzinger Friedhof vor dem Grab Thomas Bernhards treffen. Und der Unsel betet die ganze Liste von Bernhard-Werken herunter und der Reich-Ranitzky sagt immer, wird bleiben oder wird nicht bleiben. Also ich tippe auch eher auf wird bleiben. Aber es gibt etwas, was mich daran zweifeln lässt. Es gibt einen neuen Präsidenten der Thomas-Bernhard-Gesellschaft. David Schalko, der vor kurzem hier im Literatursaal zu Gast war mit seinem neuen Roman. Aber das ist ernst gemeint. Das lässt sich daran zweifeln, das wird Thomas Bernhard in völlig neue Höhen führen. Thomas Bernhard wird jetzt endgültig. Siehst du das? Ja, ich rechne fix mit einer Fernsehserie angelehnt an Thomas Bernhard. Also, Ja, wir wollen eigentlich auch mit der Show ins Fernsehen, was uns nie gelungen ist irgendwie. Ja, also, obwohl es so super ist, diese Show, also irgendwie der ORF will es einfach nicht bringen. Also vielleicht bei Thomas Bernhard wird es anders irgendwie jetzt. Ja? Also nach Braunschlag, Natal ist zu erwarten, würde ich sagen. Ja, also eine Frage hätte ich noch, weil du sagst, ja, Thomas Bernhard passt so gut zu Österreich, das ist ohne Zweifel wahr, aber der Bernhard wird ja nicht nur in Österreich rezipiert, sondern eigentlich noch verstärkt auch in Frankreich und eigentlich weltweit. Ich war ja einmal zu Besuch auch im Bernhard-Archiv, also selbst in Südkorea und in China gibt es Übersetzungen. Wie ist denn das? Lacht die ganze Welt dann über Österreich und uns? Und man, die Franzosen sagen dann, ja, dort sind die Nazis zu Hause und nicht bei uns? Oder wie ist diese weltweite Wirkung zu verstehen eigentlich? Ich meine, die war schon auch unterschiedlich. Also wir haben das ja auch im Handbuch versucht aufzuarbeiten. Bernhard Handbuch, also bitte kaufen. Ja, ein sehr teures Werk, kostet 97 Euro, aber es steht alles drin über Thomas Bernhard. Ja. Das hat sich in unterschiedlichen Ländern und in unterschiedlichen Kulturkreisen auch irgendwie in Wellen entwickelt. Also Frankreich war es genauso, dass eben wegen der Waldheim-Geschichte Thomas Bernhard dann die andere Stimme aus Österreich war. Und da gab es eine Konjunktur eben dann an Bernhard-Aufführungen, an Pariser Theatern. In anderen Ländern, in Amerika zum Beispiel, hat es ziemlich lang gedauert oder ist eher über die akademische Schiene eingedrungen, also Gitta Honecker und andere. Und es hing auch irgendwie von den Übersetzungen ab, also welche Übersetzer sich dafür eingesetzt haben. In Spanien zum Beispiel hat der Miguel Sainz sehr früh das Gesamtwerk übersetzt, auch von den Verlagen. Eben Gallimard hat natürlich eine Surkamp-Beziehung, es war schon eine Surkamp-Geschichte auch. Dass und je nachdem, wie es im Theater eingeschlagen hat. Genau, wie es im Theater eingeschlagen hat. In manchen Ländern hat das Theaterwerk eingeschlagen, in anderen überhaupt nicht, sondern ist er eher über die Prosa-Schiene und über die Romane gekommen. Und ja, das Interessante daran ist, dass verschiedene Länder und verschiedene Kulturkreise auch unterschiedliche Sachen aus dem Werk Thomas Bernhards herauslesen. Also eher eben sozusagen auch diese Komik-Aspekte oder umgekehrt auch dieses Geistesmenschentum, das Scheitern an den Studien, was auch immer. Ja, dann bedanken wir uns sehr, aber wir würden dich glatt nachher noch mal was fragen wollen. Gerne. Wir bitten dich ganz am Ende noch mal auf die Bühne und die Frage verraten wir auch gleich, weil das ist nämlich die entscheidende Frage, trotz aller Blödelei, die hier so stattfindet rundherum. Die entscheidende Frage ist natürlich bei dem heutigen Abend, inwiefern bringt dieser Abend die Bernhard-Forschung weiter? Und da hätten wir von dir gerne eine Expertise am Ende. Das bringt mich natürlich unter Druck, weil ich jetzt den ganzen Abend ganz genau aufpasse. Ja, sollst du ganz unbelastet sein. Ja, stimmt. Also, aber was mache ich jetzt mit meinem Würstel? Das kannst du gerne mitnehmen. Ja. Schlecht. Na, ich lasse es zurück. Es ist noch unangetastet. Das kann der nächste. Wir wärmen es nachher noch das auf. Das Bier nehme ich mit. Ja? Okay. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke. Brauchen wir jetzt noch ein Bier? Ja. Genau, das ist mein Stichwort. Genau. Unser erster Gast ist ein begnadeter Humorist und ein Meister des Dahingekritzelten. Er kritzelt aber nicht nur beim Telefonieren, sondern auch in Zeitungen und Zeitschriften wie Die Zeit und Die Titanic. Heute hier bei unserem Würstelstand, weil am Würstelstand, da kommen die Leute zusammen. Und wir kommen mit Nicolas Mahler zusammen, auch wenn er 2021 in 99 Bildern nur die unkorrekte Biografie über Thomas Bernhard herausbrachte, beachte man, die Fehler sind nicht falsch, sondern verdreht,
wohl recherchiert und die Quellen notiert. Außerdem ist so ein Titel die perfekte Absicherung gegen die breite Front von Germanistinnen und Germanisten. Nach Cartoons und Comics ist er inzwischen aber auch schon längst in der Welt der Literatur angekommen. Ich nenne nur Partyspaß mit Kant oder Franz Kafkas Nonstop Lachmaschine. Er ist heute genau der Richtige. Begrüßen Sie mit mir Nikolaus Mahler! Nikolaus Mahler, herzlich willkommen, Herr Mahler. Wir haben heute vier verschiedene Würste zur Auswahl: die Brehauer Bratwurst, eine Käsezittel Frankfurter Wurst oder die Bernhardianische Wurst. Naja, die Bernhardianische muss ich wahrscheinlich nehmen, nicht? Wird eigentlich erwartet, ja. Also. Ist aber eher alles das Gleiche, glaube ich. Nein, das sind ganz feine Aromen, die das unterscheiden. Also, dass immer das Gleiche ist, heißt bei der Literatur von Thomas Bernhard, aber doch nicht bei den Würsteln hier irgendwie. Ja, bitte, eine bernhardianische Wurst, ein Bier. Ein Bier nehme ich mir gerne. Ein Bier. Ja, und wir haben aber auch ein Spiel. Wir haben ein Spiel, genau. Ich muss mich aber erstmal sehr entschuldigen, natürlich Nikolaus. Ich habe das A sogar extra unterstrichen. Aber einmal war es auch richtig. Ja, genau. Eben. Einmal war es richtig, einmal war es falsch. War das Hirn dann schon viel weiter als der Name. Genau, aber wir kommen jetzt zu unserem ersten Spiel und das heißt Thomas, Thomas oder Thomas. Und mit diese drei Thomasse, die stehen für Thomas Glavinitsch, Thomas Bernhard oder Thomas Brezina. Und zwar werde ich jetzt nacheinander Zitate vorlesen und Gast und einer der beiden GastgeberInnen, das sucht sich dann Herr Mahler selber aus, haben dann 5 Sekunden Zeit, um zu entscheiden, welcher von diesen drei Autoren dieses Zitat gebracht hat. Und dafür gibt es eben diese wunderbaren Kellen. Auf diesen Kellen sind die Antlitze dieser drei ehrenwerten Autoren abgebildet. Und nach 5 Sekunden Bedenkzeit hält man dann den Autor in die Kamera, von dem man glaubt, dass das Zitat stammt. Und wer das richtig erkannt hat, bekommt dann von mir einen Punkt. Sekunde. Mahler. Und genau, und jetzt haben Sie die Chance, sich einen der beiden GastgeberInnen auszusuchen. Ein kleiner Tipp, die Person, von denen Sie sich die größten Gewinnchancen dann ausrechnen. Das war jetzt unfair, aber ich wollte mich schon von Anfang an mit der Frau Strigl messen. Eine gute Wahl. Frau Strigl. Okay, dann beginne ich jetzt. Sie haben ja die Regeln verstanden. Es geht los. Ich beginne mit dem ersten Zitat. Oft lese ich ganze Seiten und weiß gar nicht, was ich gelesen habe. Glavinitsch, Brezina oder Bernhard. Sie haben 5 Sekunden Zeit. Das ist gut gewählt. Die Antwort ist Thomas Bernhard. Und das ist ein Punkt für Herrn Mahler. Sehr gut. Aber keine Sorge, es sind 10 Zitate, also Sie haben noch Gelegenheit aufzuholen. Punkt. Zitat Nummer 2. Diese Formulierungen sind nicht zeitgemäß. Die nötige Adaption wird die Geschichte aber in keinster Weise verändern. Wir haben 5 Sekunden Zeit und dann bitte die entsprechende Kelle hineinhalten. Dieses Zitat stammt von Thomas Brezina und damit ein Punkt für Frau Strigl. Noch ist nichts entschieden. Drittes Zitat. Jeder Mensch hat seinen Weg und jeder Weg ist richtig. 5 Sekunden Zeit. Puh, das ist so originell. Dieses Zitat stammt von Thomas Bernhard und dann wieder ein Punkt für Herrn Mahler. Zitat Nummer 4. Man wird älter und älter und wartet noch immer. 5 Sekunden Zeit. Hoppala. Oh, den nehme ich.
Okay, ja, das Zitat ist von Thomas Glavinitsch und damit ein weiterer Punkt für Herrn Mahler. Er kennt seine Pappenheimer. Okay. Zitat Nummer 5. Das ist ein sehr kurzes Zitat. Auch das geht vorbei. 5 Sekunden Zeit, wie wir entscheiden. Das Zitat stammt von Thomas Brezina. Und ein weiterer Punkt für Herrn Mahler. Sehr schön. Sie haben alle drei Gesamtwerke studiert. So unfair. Zitat Nummer 6. Je aufgeplusterter die Frisuren sind, desto unerträglicher ist der Theaterbesuch. 5 Sekunden Zeit. Dieses Zitat stammt von Thomas Bernhard und damit haben beide je einen Punkt. Zitat Nummer 7. Literatur ist eine Torte. Der eine nimmt gern das Stück mit der roten Kirsche, der andere das mit der Zuckerglasur, der dritte das mit der Schokoladenglasur und ich bin ein Stück davon. 5 Sekunden Zeit. Das Zitat stammt von Thomas Brezina und damit ein weiterer Punkt für Herrn Mahler. Zitat Nummer 8. Das Palais vom Papst hat mich immer sehr beeindruckt. 5 Sekunden Zeit. Und das ist die Wahrheit. Das Zitat stammt von Thomas Bernhard. Je einen Punkt. So, Nummer 9. Die ersten 3000 Seiten schreibt man für den Papierkorb. 5 Sekunden Zeit. Das Zitat stammt von Thomas Glavinitsch und damit kein Punkt. Na gut, ich gratuliere. Na ja, jetzt noch 10. Nummer 10 kommt jetzt noch. So. Vielleicht, nein, es war völlig richtig, jetzt schon zu gratulieren, aber wir müssen es trotzdem noch zu Ende spielen. Nummer 10. Ich kann ja immer nur das schreiben, was mir entspricht. Derzeit würde mir das nicht so sehr entsprechen. 5 Sekunden Zeit. Beide falsch, das Zitat ist von Thomas Brezina. Ja, und ich verlese gar nicht die Punktzahl. Einsamer Gewinner ist Herr Mahler. Und der Preis, erstmal Applaus für Herrn Mahler, für diese großartige Leistung. Und Ihr Preis sind die Kellen. Sie können sie mit nach Hause nehmen und als Deko verwenden. Danke. Bitte. Wurscht, habe ich auch schon da stehen. Nein, das ist die von Huber. Ja, ja, yes. Aber Sie kriegen gleich die bernhardianische Wurst. Also mir ist alles klar. Ich habe recherchiert, ein bisschen in Ihren Interviews, ein bisschen in Ihrer eigenen Biografie. Und Sie sagen irgendwo, ich weiß nicht wo, Sie sind eigentlich sehr kunstfern aufgewachsen und Sie haben mit 14 Jahren einen Faible entwickelt für Knollennasen. Habe ich das gesagt? Das haben Sie gesagt und seit ich das gelesen habe, ist mir völlig klar, dass Sie den Thomas Bernhard einmal in eine ungeheure Biografie fassen haben müssen. Ja, weil schon. Ich weiß gar nicht, ob ich so kunstfern aufgewachsen bin. Das klingt jetzt ein bisschen hart. Das haben Sie selber gesagt. Ich würde ja kunstfern kenne ich gar nicht das Wort. Ja, man redet ja viel Blödsinn bei so. Ja. Heute nicht. Ja, vielleicht rückblickend dann schon. Aber im Moment meint man es ja ernst irgendwie. Ja, aber was hat das jetzt mit Bernhard? Ich meine, der Bernhard ist ja trotzdem nicht so. Ja, aber das ist doch eine einzige Knollennase. Also die Knollennase, ja gut. Ja. Ich meine, dafür eignet sich der Bernhard natürlich schon sehr gut. Ja. Also, weil das Buch besteht eigentlich nur aus einer Knollennase. Ja, also ja. Wenn man Comics zeichnet, und bei mir vor allem, die Figuren bestehen ja großteils aus der Nase. Nicht? Meistens haben sie ja alle die gleiche dünne, schlanke Nase. Ja. Und da ist natürlich gut, wenn der Hauptdarsteller eine andere Nase hat. Und da ist der Bernhard dankbar. Ja, genau. Das Buch heißt Thomas Bernhard, die unkorrekte Biografie. Und es sind 99 Bilder aus dem Leben und aus der Biografie von Thomas Bernhard. Wie ist es denn zu diesem Projekt gekommen? Die Vorgeschichte, über die ich habe ja schon einmal
im Surkamp Verlag einen Bernhard adaptiert. Da ist der Verlag zu mir gekommen und gesagt, wird sie nicht reizen, einen unserer Autoren zu zeichnen, also ein Werk von einem gewichtigen Surkamp-Autor zu zeichnen. Das war eigentlich einmal die Frage vom Verlag. Und ich habe ganz spontan Thomas Bernhard gesagt, ohne das zu hinterfragen, ob das möglich ist, weil ich natürlich humoristisch arbeite und alles bei mir wird irgendwie oder ist zumindest witzig gemeint, weil das Ernste ist mir eigentlich zu langweilig. Und das ist so wenig Herausforderung, ernst zu sein, finde ich, weil ernst ist ja sowieso alles. Und dann habe ich mir überlegt, naja, große Literatur, die witzig ist, ich will ja keine Parodie zeichnen, sondern man muss schon Witz drinnen stehen, ist mir dann ein Bernhard eingefallen. Da habe ich die Alten Meister gezeichnet, das ist jetzt schon ziemlich genau 10 Jahre her, und haben mir gedacht, da werde ich sehr geschlagen werden von den Germanisten. Es wird furchtbar werden. Komik und Bernhard, das ist furchtbar, er hätte es gehasst und so wird es heißen. Und lustigerweise haben die älteren Germanisten sehr entspannt reagiert, die einzigen, die ein bisschen negativ waren, waren die Jungen. Was haben die gesagt? Naja, dass das blöd ist, dass das eine Verblödelung ist und dass das banalisiert. Also die haben gesagt, ist der Bernhard schon so blöd und dann ist sozusagen diese Umsetzung noch einmal blöd. Das waren die jungen Germanisten, aber das ist ja schon 10 Jahre her, ne? Die sind jetzt auch schon älter. Aber damals waren es die jungen Germanisten, die den Bernhard gut finden. Jetzt gibt es ja, glaube ich, die Jungen, die ihn nicht mehr so gut finden, aber damals haben die, die ihn gut finden, unsere Spezialisten, die haben da gesagt, das ist zu blöd. Und die Alten haben gesagt, na, jetzt haben wir den Bernhard schon so oft durchgekauert, innerlich, und so, jetzt haben wir mal einen neuen Zugang. Mhm. Und die waren eigentlich erstaunlich positiv. Und wie war das beim Kafka? Sie haben ja über 50 Bücher gemacht, aber auch viele über Literaturthemen. Und gab es auch Kafka-Fans, die gekränkt waren? So richtig Kafka habe ich ja noch nicht adaptiert. Habe ich zwar vor, aber war noch nicht, war ja eher nur so ein kleiner Sketch. Mhm. Das war so ein Sketch, der in Titanic damals war. Das war übrigens in Deutschland ganz lustig, weil das ist jetzt alles noch Alte Meister, war vor dem Buch, aber da war ich dann auf Signiertour und so weiter und da waren schon junge Leser, die aber eher Titanic lesen und so Humoristen und so, und die haben mich gekannt aus der Titanic und da ist der Büchertisch und da, Thomas Bernhard, ja, den kennen wir, schreibt er jetzt auch für Sie? Also da war schon ein ganz neues Publikum. Oder auf der Comic-Con habe ich auch signiert, neben Cosplayern, meine Thomas Bernhard. Ja. Wobei dieses Projekt eine Biografie, noch dazu eine offensichtlich inkorrekte Biografie zu machen, ist doch auch ein bisschen was anderes als das, was Sie vorher mit Literatur gemacht haben. Sie haben auch den Mann ohne Eigenschaften gemacht, Sie haben Finnegan's Wake als Comic umgesetzt, Ulysses, also nicht gerade Bücher, die jetzt durch einen sprühenden Humor schon bekannt gewesen wären. Naja, es ist überall, also Ulysses ist schon auch ein lustiges Buch. Aber Mann ohne Eigenschaften? Auch. Ja. Schon einmal die Grundsituation ist ja schon sehr lustig. Ja. Was, der Urlaub vom Leben, oder was ist das? Was ist nein, dass es einfach so eine große Idee gibt, wo keiner weiß, was es eigentlich ist, und die zu nichts führt. Ja. Und ich glaube ja, dass diese ganzen Autoren, ich glaube, womit man ja jeden Autor am glücklichsten macht, ist ja, oder fast jeden, sogar die Klavinitsch, glaube ich, ist, wenn man sagt, sie sind ja eigentlich, sie haben schon noch Witz, da ist schon noch Witz drin, sogar bei den traurigsten. Ja. Also ich glaube ja, Sie arbeiten im Geheimen schon an einer Umsetzung des Klavinischen Gesamtwerkes, weil so, dass Sie die Zitate alle erkennen. Ja, oder Brezina, das wäre auch noch möglich. Oder wahrscheinlich auch, ja. Ja, Brezina, aber ich glaube, der ist sehr streng bei der Auswahl seiner Illustratoren. Ja, das wird dann nicht gehen. Aber mich würde interessieren, an wen richtet sich, oder hat sich das ursprünglich gerichtet? An die eingeweihten Literaturkenner oder an Leute, die Sie neugierig machen wollen auf die Werke, die Sie umsetzen, verwandeln? Naja, ich nehme ja auf die Leser eigentlich keine Rücksicht. Nicht? Also, aber es gibt auch so Anspielungen drinnen. Zum Beispiel das Werk von Martin Huber kommt vor. Naja, Dissertation. Ich schaue natürlich, dass es nachvollziehbar ist. Aber für wen es nachvollziehbar ist, habe ich keine Ahnung. Aber für mich, es gibt so Dinge drin, wo ich mir schon denke, es muss schon lesbar sein. Was ich mir halt vorstelle, dass es lesbar ist. Aber wer es dann
für lesbar und wer es für unlesbar hält, das kann man ja sowieso nicht einschätzen. Wie sind die ersten, es ist ja jetzt schon einige Monate am Markt, das Buch. Wie sind die Reaktionen? Ist es zufriedenstellend? Sehr sind gut. Sie überrascht von der Art und Weise, wie darauf reagiert wird? Also die Reaktionen waren eigentlich wirklich sehr gut. Was mich überrascht hat, war, dass der Witz an dem Buch war ja eigentlich, dass ich viele Dinge reingeschrieben und gezeichnet habe, die nicht stimmen oder die nur teilweise stimmen. Und ich war ein bisschen unsicher, ob das durchgeht. Also hinten sind ja dann die Quellen, die natürlich minutiös, also jeder Satz ist ausgewiesen. Weil das ist mir schon sehr wichtig, weil ich finde im Moment, dass die Quellen ja immer vernachlässigt werden und dass jeder jede Quelle glaubt. Also ich habe die Quellen wirklich recherchiert und angegeben und dann hinten sind aber auch die Fehlerquellen drin. Das also hat mir sehr gut gefallen. Ja, hinten die Fehlerquellen, ja, grandios. Ja. Und in der ersten Auflage und die Fehler sind natürlich absichtlich eingebaut und hinten sind die Fehlerquellen, die das auflösen. Das heißt, man kann zweimal lesen und dann sich überlegen, was war da jetzt falsch oder nicht. Einen Fehler habe ich wirklich gemacht und den hat auch niemand im Lektorat erkannt. Der ist jetzt, glaube ich, in der zweiten Auflage ausgebessert. Das war nämlich, ich habe geschrieben, Thomas Bernhard lehnt alle Preise ab, sogar den Bambi, diesen Fernsehpreis, den deutschen Bambi. Und in der Fehlerquelle steht, das war nicht der Bernhard, das war der Marcel Reich-Ranitzky, hat den Bambi abgelehnt. Das war aber falsch. Der Reich-Ranitzky hat den deutschen Fernsehpreis abgelehnt, den Bambi hat er genommen. Jahre vorher, das hat zwei verschiedene Fernsehpreise. Das hat ein Posterleser dem Verlag geschrieben. Ich meine, das also ein Multitalentierter, also der Kerl. Bernhard und Bambi. Ja. Also es sind 99 Bilder und die gehen auch teilweise sehr ziseliert in Einzelheiten von Bernhards Biografie, auch aus dem Umfeld ein. Also Sie kennen sich schon mit Bernhard, das merkt man dem Buch auch an, wirklich sehr, sehr genau an. Aus. Ja. Fehlerquelle. Ja. Ja. Also, weil ich habe so das Gefühl gehabt, natürlich, das Buch ist eigentlich allen zu empfehlen. Das ist irgendwie dem südkoreanischen oder nordkoreanischen Bernhard-Leser genauso zu empfehlen wie dem Experten. Mir gefällt ja eine Sache, es sind ja so wirklich ganz, ganz diffizile Details noch versteckt. Also beispielsweise, dass ich da drinnen den Werner Schneider gefunden habe. Werner Schneider war ein Kabarettist in Österreich, der einer der größten Bernhard-Hasser Österreichs war und der immer zu einem Fernsehauftritt eingeladen worden ist, wenn es darum ging, irgendeinen zu finden, der etwas gegen den Bernhard vorzuweisen hat. Und Sie bauen den ein, es heißt gar nicht Werner Schneider, sondern nur Werner. Und der zentrale Vorwurf kommt auch vor, Werner Schneider hat dem Bernhard ein faschistoides Gehabe vorgeworfen. Das haben auch andere gemacht, Marlene Strejowitz zum Beispiel oder auch Franz Schuh einmal in einem frühen Aufsatz. Also es war in den 70er, 80er Jahren durchaus so ein Vorwurf, ist das nicht eigentlich ein Nazi, dieser Herr Bernhard, weil er ja sozusagen so populäre Sprache wiederholt und wenn man die Ironie nicht sieht, könnte man auf die Idee kommen. Also der Vorwurf, faschistoid, also, und der ist drinnen, der Werner Schneider auch. Also, das ist ja aber etwas, was so nicht jeder weiß. Irgendwie, ne? Ja, das ist eine Feinheit. Mich würde interessieren, ob Sie so ein faschistoides Mini-Element in Bernhard selber entdeckt haben. Das habe ich glaube in mir. Nein, es geht um Bernhard. Das ist die nächste Frage. Herangetastet. Nein. Jetzt kommt eine schlimme Frage. Ist Nikolaus Mahler ein Faschist? Ja, also, Wo ist der Aufsatz noch anschauen? Naja, habe ich nie. Also bei Bernhard habe ich das jetzt nicht gesehen. Ich meine, er haut halt drauf. Aber ich meine, man könnte sagen, dieses Autoritäre seiner Figuren, die autoritäre Sprechweise, das Elitäre, das Misogyne, es gibt verschiedene Dinge, die man ihm vorwerfen könnte. Ja. Es ist aber immer so gebrochen, dass sich das ja auch immer gegen den Sprechenden selbst genauso richtet. Das ist, glaube ich, das, was es dann davon unterscheidet. Glaube ich. Und der Schneider ist halt deswegen in meinem Buch, weil natürlich, da habe ich schon einen Vorwurf ein bisschen zu entkräftigen versucht, nämlich, dass natürlich, es geht jetzt beim Bernhard alles in der neuen Wahrnehmung, es wird alles so kabarettistisch, Bernhard ist nur mehr so lustig und so. Und das Buch ist natürlich auch lustig und deswegen habe ich ihn in meinem Buch so in eine Art Kabarettisten
in der Spätphase verzerrt. Mhm. Und so wie er von den Kollegen vorher eigentlich angefeindet worden ist, wird er dann jetzt von Werner Schneider in meinem Buch angefeindet. Und das stimmt natürlich, dass der Schneider ihn gehasst hat. Oder? Da auf dieser Seite, wo es um diesen Werner Schneider unter anderem geht, es ist ja alles, trotz, obwohl das alles so, es ist ja alles wahnsinnig dicht auch, also im Aufbau. Es gibt die Zeichnungen, viele Texte, die Fehlerquellen, die richtigen Quellen. Und auf der Seite mit Werner Schneider, da geht es um die Frage Kabarett. Und da steht, da zeichnen Sie einen Eingang zu Kabarett und da steht heute philosophisches Lachprogramm. Wo haben Sie denn das her, das philosophische Lachprogramm? Naja, das ist auch von Bernhard. Das hat er ja erst in diesen launigen Interviews, sagt er ja. Ne? Das ist ja eigentlich, schreibt das auch, um sich zu amüsieren. Ja. Und quasi so die ernsten Passagen passieren dazu nebenher, aber eigentlich sind es ja lustige Bücher. Ne? Ja, das, ich glaube, er sagt ja auch, wenn er. Und das kann ich auch machen. Wenn man schlecht drauf ist, kann man Bernhard aufschlagen und wird schon was zum Lachen auffinden. Mhm. Ich frage jetzt, weil die Dissertation von Martin Huber, den wir heute schon erlebt haben, der immer noch da ist, das aushält alles, das ist ja Wahnsinn. Ach so, die Dissertation heißt Thomas Bernhards philosophisches Lachprogramm und es geht um die Schopenhauer-Rezeption bei Thomas Bernhard. Und Schopenhauer ist ja auch nicht etwas, wo man so hell auflachen könnte am ersten Blick irgendwie, nicht? Oh, ja. Im zweiten dann schon. Ja? Eigentlich schon. Also der ist ja, ich habe ja für ein Buch diese ganze Philosophiegeschichte so ein bisschen so quer gelesen und Schopenhauer ist ja da im Vergleich wirklich Unterhaltung. Ja. Also Wittgenstein zum Beispiel, da kann ich nicht lachen. Also das, oder? Oder ist der lustig? Ich weiß nicht. Ich habe den nicht verstanden. Also das Schopenhauer ist da vergleichsweise kurzweilig. Ja, das Klingelsignal war bereits da. Haben wir noch irgendwie eine ganz wichtige Frage, die Bernhard-Forschung weiterbringen könnte? Sonst können wir sie ins Gespräch noch einfließen lassen und uns dabei. Wir haben eigentlich alles durch. Noch ein Bier bestellen. Wir bestellen uns ein Bier, genau. Vielen Dank. Bevor wir zu unserem nächsten Gast kommen, würde ich gerne noch bitte dringend einmal zu Miri schalten, weil ich würde wirklich gerne wissen, wie es ihr inzwischen denn so geht. Können wir bitte Miri, Nawa Ebrahimi, was sagst du denn zu der? Martin, ja. Danke nochmal für das Geschenk. Ich möchte gerne trotzdem sagen, ich habe nichts mit Literatur zu tun. Oha. Ich lese nicht, ich habe ehrlich gesagt noch nicht vorgehabt zu lesen. Aber nach unserem letzten Gespräch habe ich mich da nur zweimal übergeben und nach dem zweiten Mal habe ich mir gedacht, ist ja wurscht. Habe ich es einfach gelesen, das Buch. Und wie soll ich sagen, ich habe das erste Mal in meinem Leben was gelesen und es war gleich was Gutes. Thomas Bernhard. Ja, lustig. Und dann ist mir ganz traurig geworden. Martin, ich weiß jetzt, woher das Siechtum und die ganzen Finsternissen kommen. Ich weiß jetzt, warum ich krank bin. Ich bin allein. Martin, ich sehe mich immer nach dem Alleinsein und wenn ich allein bin, dann bin ich der unglücklichste Mensch. Martin, ich bin einsam. Normalerweise bin ich ja da bei euch und jetzt bin ich da allein und werde ganz unglücklich. Deswegen ist mir schlecht, deswegen bin ich krank, deswegen muss ich die ganze Zeit speiben. Ja, Miri, könnte es nicht vielleicht daran liegen, dass du eine Salmonellenvergiftung hast, weil du gestern ein 2 Wochen altes Tiramisu gegessen hast? Martin, ich bin einfach total froh, dass ich endlich weiß, was mit mir los ist. Ich habe jetzt eins und eins zusammengezählt und habe mir gedacht, damit ich nicht mehr speiben muss, muss ich was gegen meine Einsamkeit tun. Und deswegen habe ich meine ganze Familie eingeladen. Wir werden den letzten Teil der Show gemeinsam mitverfolgen. Das wird sicher lustig. Miri, das finde ich eine wirklich ausgesprochen gute Idee. Ja, weil du dann einfach nicht mehr alleine sein wirst. Danke. Weil ich finde, Miri, also ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich habe das Gefühl, dass Miri zurzeit eine Gefahr für sich selber darstellt. Gut. Aha, genau. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Gast. Und hier bei uns kommt jetzt Musik, und zwar Umbaumusik für die Lesung, für die Wasserglaslesung. Ja, ich werde jetzt, jetzt findet ein kleiner Umbau statt.
Und während ich hier genau die Jalousie herunterlasse, wird der Roboter ganz unauffällig aus der Würstelbude herauskommen und stattdessen wird dann völlig unbemerkt unser nächster Gast in die Würstelbude hereingehen. Unser nächster Gast zerstörte in seiner Kindheit Masters of the Universe-Figuren, um sich heute darüber zu ärgern und 2019 seinen Debütroman Wie man Dinge repariert herauszubringen. Heute hier am Würstelstand, weil am Würstelstand, da kommen die Leute zusammen und wir kommen mit Martin Peichel zusammen. Der im Waldviertel geborene Autor lebt und schreibt in Wien und beschreibt es als besonders schön, junge, talentierte Schreibende zu fördern. Seiner Meinung nach gibt es in Österreich keine Menschen mit Alkoholproblemen, sondern nur Menschen, die Spaß verstehen und Menschen, die keinen Spaß verstehen. Seit 2020 steht er in einer komplizierten Beziehung mit Österreich. Anders genug, ihn zu uns ans Würstelstand einzuladen. Großen Applaus für Martin Peichel! Sehr gut, danke schön. Erstens mal ein Traum, aus einer Würstelbude rauszulesen. Das ist, also wie lange darauf warten wir müssen. Und wenn der Martin Huber heute schon da ist, hallo Martin, dann muss ich ganz kurz was aus dem ersten Buch lesen, wie man Dinge repariert. Das Thomas Bernhard Archiv kommt drin vor, aber auch ein Beziehungsstatus-Update, wo es um Thomas Bernhard geht. Beziehungsstatus, du sagst für jemanden, der schon mit Anfang 20 alles von Thomas Bernhard gelesen hatte, habe ich mich eh ganz gut entwickelt. Muss man einmal schaffen. Und weil wir heute so eine Männerpartie sind, so eine Männerrunde und noch dazu über einen männlichen Autor sprechen, habe ich aus meinem aktuellen Buch in einer komplizierten Beziehung in Österreich ein paar Männer ohne Eigenschaften mitgebracht. Das passt dann vielleicht auch wieder zum Musil. Ich habe mich einfach mit so ungesunden, toxischen Männlichkeitsbildern, Konzepten beschäftigt und ich habe heute 8 Stück mitgebracht. Max 23. Was Max antörnt, wenn er beim Fummeln mit einer Frau Münzen in ihren Hosentaschen findet, bevorzugt 2-Euro-Münzen, dann will er seine Finger nicht mehr aus den Hosentaschen ziehen, dann fummelt er immer heftiger und immer mehr mit dem Metall. Ja, Max mag Frauen mit Geld in der Hose, das muss er schon zugeben. Einmal erzählt Max, hat er ein paar 5er-Scheine gefunden in der Gesäßtasche, einer sehr engen Jeans, hat einen davon von der rechten Gesäßtasche in die linke gezaubert, wie Max sagt, ohne dass sein Date etwas bemerkt hätte. Darauf ist er schon ein wenig stolz. Ronny ist 27. Am Wochenende geht Ronny gerne in den Wald, den er von seinem Vater geerbt hat. Dann startet er die Motorsäge und sägt einen Baum um, manchmal auch 2. Die Zähne der Motorsäge beißen in die Rinde, in das Holz, zerfetzen die morsche Haut des toten Vaters, öffnen seine Blutgefäße und das Harz spritzt in alle Richtungen. Bernd 32. Bernd geht gerne in den Zirkus. Dann wartet er darauf, dass der Trapezkünstler zu Tode stürzt, dass dem Messerwerfer ein tödlicher Wurf auskommt, dass dem Löwenbändiger der Kopf abgerissen wird, dass die Kinder dem Clown das Make-up aus dem Gesicht und die Zähne aus dem Mund prügeln, dass der Feuerspucker alles abfackelt. Dann sitzt Bernd in der Manege und fiebert einer Katastrophe nach der anderen entgegen, den Applaus, wenn wieder einmal nichts passiert, wieder einmal alles gut gegangen ist, versteht er nicht, er klatscht dann nur ganz zögerlich mit Handflächen, die sich kaum berühren. Peter 36. Peter steht im Möbelhaus bei den Esstischen, geht von Tisch zu Tisch, streicht mit der flachen Hand über die unterschiedlichen Holzmaserungen und schiebt sein Becken nach vorne, ein wenig über die Tischkanten drüber und wieder zurück, zuerst langsam, dann immer schneller, ein geübter, einstudierter Rhythmus. Peter geht von Tisch zu Tisch und wiederholt den Prozess, ignoriert die Blicke der Angestellten auf seiner Stirn, erste Schweißperlen,
bis er bei einem der Ausstellungsobjekte deutlich länger stehen bleibt, sich mit ihm merklich länger befasst und mehr zu sich selbst sagt als zu irgendjemandem in dem weiten Raum. Ja, der ist es, ja, der passt, ohne das noch immer im Takt baumelnde Preisschild auch nur anzuschauen. Gregor 33. Wenn Gregor seinem Sohn das Bilderbuch von der Maus Frederik vorliest, muss er sich sehr zusammenreißen, um nicht lautstark loszuschimpfen. Was für eine Wichsermaus, denkt sich Gregor. Alle anderen hackeln wie die Wilden und der sammelt währenddessen Sonnenstrahlen, Farben und Wörter. Was für ein faules Arschloch, denkt sich Gregor. Und dass er mit seiner Frau wird reden müssen, so ein Schwachsinn, so eine links-linke Gutmenschenpropaganda kommt ihm sicher nicht mehr ins Haus. Josef 42. Josef träumt von einer Frau mit dichten schwarzen Haaren, am liebsten aber, das muss er ganz ehrlich zugeben, wären ihm einheimische Haare ohne Migrationshintergrund, so wie er auch nur lokale Produkte kauft im Supermarkt, Biofleisch zum Beispiel oder der Weihnachtsbaum, jedes Jahr aus Niederösterreich, alle Jahre wieder aus dem Waldviertel, das hat nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun, findet Josef. Da geht es ihm um Tradition, da geht es auch um Qualität. Andi 31, der ist allen Schreibenden gewidmet. Es gibt wirklich nichts Einfacheres, findet Andi, als Schriftstellerinnen zu daten. Überhaupt Künstlerinnen mit einem streichelbedürftigen, unterzuckerten Ego, aber mit Abstand am leichtesten lassen sich Autorinnen um den Finger wickeln, sagt Andi, da muss man nur ihren Sprachrhythmus loben, das Wort Wiedererkennungswert mit einem Adjektiv wie hoch oder unverwechselbar kombinieren, unbedingt das Geschriebene auch als lyrische Prosa bezeichnen, außer es handelt sich um ein Theaterstück, dann mit Sarah Kane und ihrer poetischen Radikalität vergleichen, dann gehen alle Vorhänge auf, so Andi, dann hat man ein leichtes Spiel und so gut wie gewonnen. Und der letzte Mann unter Eigenschaften, Martin 36, voll schön, heute haben wir unglaublich viele Martins hier. Es kann nicht autobiografisch sein, weil ich bin mittlerweile schon 38. Seit ein One-Night-Stand einmal sein Waschmittel gefladert hat, hat Martin sämtliches Vertrauen in die Frauenwelt verloren, wie er sagt. Ja, er würde sogar so weit gehen, den Anfang seiner überdurchschnittlich ausgeprägten Angst vor Nähe auf den Moment zurückzuführen, in dem er am nächsten Tag Wäsche waschen wollte und nicht nur sein Date weg war, sondern auch die noch fast volle Waschmittelpackung. Jetzt ist da diese Traurigkeit in seinen Augen und geht auch nicht mehr raus. Danke, Martin Weichel! Herzlichen Dank. In einer komplizierten Beziehung mit Österreich heißt dieses Buch, woraus gelesen worden ist, Bierdeckeltexte im Untertitel, es ist auch ein Bierdeckel drinnen. Genau. Warum ist es so schwierig in Österreich? Ich meine, in Amerika ist es alles so einfach. Ja? Da wird ein neuer Präsident inauguriert, dann kommt eine Lyrikerin, dann verkündet ihr ein Gedicht, dann redet sie von wir alle miteinander gehen auf das Kapitol und sind eine einheitliche Familie. Und diese Österreicher, ist das ein Erbe von Thomas Bernhard? Warum habt ihr jungen Autoren immer so ein Problem mit diesem Österreich? Warum ist das eine einfache Beziehung irgendwie? Ja? Das sind so alles rhetorische Fragen gewesen, oder? Nein! Also in Wahrheit, wenn man sich ein bisschen umschaut sozusagen. Es gibt ja nur rhetorische Fragen. Ja, stimmt. Ja, in Österreich, Österreich ist so ein bisschen, es ist sehr leicht, Österreich natürlich zu kritisieren. Es ist sehr leicht, sie ja. Vorher war das mit, wie wird Österreich im Ausland wahrgenommen, wie wirkt es dann, wenn man Bernhard ins Ausland bringt. Es ist natürlich super leicht, ja, so irgendwie so hinzuhauen. Was nicht ganz so leicht ist, ist in diese tiefen Struktur einzudringen. Ja, was sozusagen auf der Makroebene, okay, auf der Mikroebene, was alles schiefläuft, ja, und was da alles irgendwie hakt. Und das hat mich fasziniert, das habe ich mir angeschaut und das habe ich im letzten Buch einfach in allen Facetten, in allen Nuancen irgendwie anschauen wollen. Also von
Alltagssexismus bis Alltagsrassismus bis Alkoholismus bis hin zu toxischer Männlichkeit. Ich wollte das alles irgendwie... Alles auf dem Bierdeckel. Alles auf dem Bierdeckel, aber und drüber hinaus. Ja. Genau. Aber schon in wie man Dinge repariert, da zeigen Sie das anhand der Schwedenbomben. Ja. Die Schwedenbomben, das wusste ich aber gar nicht, heißen ja nur in Österreich Schwedenbomben. Und dann, wie heißen die woanders? Ja, zum Teil haben die ganz problematische Bezeichnungen. Österreicher Küsse oder Mohrenfort. Genau. Ja, ja, aber da ist doch eigentlich Schwedenbomben, weil dann, ist das, dann war das ein literarischer Trick, weil sie haben ja eigentlich in dem Buch darauf hingewiesen, wie schlimm das ist und wie aggressiv das Wort Schwedenbomben. Nein, das ist einer der wenigen Aspekte, wo Österreich das besser macht als andere Länder. Und dann kommt aber noch vor, dass Österreich, es heißt das ein finsteres Land. Ja. Und man, um mehr zu erfahren, braucht man eigentlich nur Jelinek oder Thomas Bernhard lesen. Ja. Und dann weiß man alles. Also alles Wesentliche? Also mittlerweile würde ich zuerst Jelinek empfehlen, dann eine lange Pause, dramaturgische Pause einlegen und dann sozusagen vielleicht noch Thomas Bernhard anhängen. Aber das hat damit zu tun, was vorher schon angesprochen wurde, Thomas Bernhard als Krankheit und als etwas, was einen immer wieder einholt oder wo man sich einmal dissozieren muss davon. Und ich habe tatsächlich, also das ist im Gegensatz zu der Waschmittelgeschichte autobiografisch, dass ich mit Anfang 20 einfach Thomas Bernhard durchgelesen hatte. Also ich bin, in meinem Germanistikstudium war ich irgendwann fertig und habe alles gelesen gehabt von Thomas Bernhard. Und ich glaube, dann habe ich einfach eine sehr lange Pause gebraucht. Die hält noch an. Die hält noch immer ein bisschen an. Aber was, Sie haben es ja gesagt, Sie waren tatsächlich in diesem Thomas Bernhard Archiv. Also damals war auch Martin Huber dort noch Archivleiter. Was haben Sie dort gesucht oder was hat Sie dort hingebracht eigentlich? Eine Fragestellung oder wollten Sie da irgendwie Antworten haben? Ich habe es vorher dem Martin erzählt, sozusagen, den ich völlig überraschend vorher schon gesehen habe, dass sozusagen meine Deutschlehrerin hat mich irgendwie über eine Wondracek-Geschichte irgendwie einmal so angefixt, wie man halt so sagt. Also es hat mich irgendwie neugierig gemacht, da gibt's Literatur und die ist irgendwie spannend und da kann man reingehen, da kann man Metaphern rausholen, da gibt es Bilder. Und ich bin dann bei uns im Waldviertel in den lokalen Libro gegangen und da war in einer so einer Wühlkiste, wo dann die Rabattbücher drin sind und die Menge Exemplare waren, die Erzählungen von Thomas Bernhard sind ganz oben gegangen. Also, das habe ich mitgenommen, damals für 20 Schilling wahrscheinlich. Und irgendetwas sozusagen hat mich da ganz, ganz tief reingezogen. Und ich glaube immer, dass es sozusagen sehr viel mit dem Sound und mit der Stimmung zu tun hat. Mit dem Musikalischen. Und das ist etwas, was mich selber beim Schreiben, also das kann ich nicht ganz sozusagen von mir reisen, diesen Einfluss. Das ist mir selber ganz wichtig, dass es musikalisch ist, dass es nach was klingt, dass es durchrhythmisiert ist. Also für die älteren Semester im Publikum, die Lehrerin hat ihn angefixt. Das heißt, sie hat sich neugierig gemacht. Sie hat den Job gut gemacht. Ja, aber die Wondracek-Krankheit ist nicht mehr, hält nicht mehr an, sondern die ist überwunden. Das war nur so die Einstiegs-, der Gateway-Droge. Aber noch einmal, weil diese Erfahrung, die du beschreibst, das ist genau die ich auch hatte mit Thomas Bernhard. Also ich weiß gar nicht, ob wir gemeinsam in diesem Seminar gesessen, der Martin Huber, glaube ich, ist drin gesessen. Wendelin Schmidt-Dengler hat ein Bernhard-Seminar gehalten und da habe ich auch das Gefühl gehabt, plötzlich die Welt besteht nur mehr aus Thomas Bernhard. Ich bin hineingeraten, ich habe nur mehr Thomas Bernhard gelesen, alle anderen Lehrveranstaltungen haben plötzlich keine Rolle mehr gespielt. Und was du dann beschreibst, nämlich diese seltsame Hoffnung, dass man sich, man wird ja von Bernhard so abquatscht und irgendwie in so eine finstere Welt gesetzt und dann gleichzeitig hat man, oder ich hatte das Gefühl, und du vielleicht auch, weil das schien mir aus der Antwort heraus, die Antworten auf die Fragen, die man dann hat, die gibt es nur bei Thomas Bernhard. Also das habe ich so das Gefühl, ich habe dann bei Thomas Bernhard sogar einen Leserbrief, also einen Brief geschrieben. Martin Huber hat ihn dann herausgezogen aus dem Nachlass, war so eine kleine Karte. Und ich finde, Thomas Bernhard, ich halte Sie für den Gott und bitte gründen wir eine Sekte und ich würde alles machen, was Sie sagen. Das Sie hast sagen. Du wirklich geschrieben? Das war der Subtext, also es war anders irgendwie. Ne? Das kann ja gegen dich verwendet werden. Es war ja nicht so, der Subtext, ich sage ja nur, es war eine Postkarte. Lieber Herr Bernhard, würden Sie mich einmal auf Ihren Hof begrüßen? Wir machen ein Foto gemeinsam, dann habe ich was für meinen Lebenslauf. Das war der offizielle Text, aber der Subtext war das, was ich erzählt habe. Und das ist die Erfahrung, oder? Es ist die Erfahrung, man wird sozusagen ein bisschen, man ist in Geiselhaft. Man ist in Geiselhaft, das ist Autor, der hat diesen Sound, der hat dieses Extrem, diese ewigen Wiederholungen, diese Sogwirkung. Man geht da rein in diese Finsternis und alles andere erscheint einfach ab dann zu wenig finster. Ja. Der Herr Mahler ist fassungslos, weil das war für Sie offensichtlich keine Erfahrung.
Nein. Ja. Also bei mir war es ja, ist mir unlängst aufgefallen, also wie ich die ersten Dinge von Bernhard, die ich gelesen habe, waren ja die autobiografischen. Und die habe ich ganz grandios gefunden, es ist mir aber furchtbar schlecht gegangen. Und das waren ja diese dünnen Bände und die Krankheitsschilderung war irgendwie so, dass man sich dann selber schon ganz krank fühlt. Und dann ist aber das Buch aus und ich bin gleich in die Buchhandlung und habe das nächste gekauft. Und das ist die, weiß ich nicht, mit 24, 25, da sucht man so das Ernste und Tiefe und Zerstörende und Tragische. Und jetzt könnte ich es, glaube ich, oder würde es gar nicht mehr lesen wollen. Jetzt lese ich es eher wegen den also Holzfällen, so die anderen beschimpfen und das ist lustig und so. Also aber die Erfahrung ist ja jetzt doch die gleiche, weil sie sagt, man fühlt sich dann selber krank. Man liest Bernhard und fühlt sich selber krank. Ja, aber ich habe nicht so dieses, er ist ein Gott, und also ich habe überhaupt kein so dieses Verherrlichen oder so, das habe ich eigentlich gar nicht gehabt. Ja. Und dann war natürlich parallel diese inszenierte, selbstinszenierte Figur aus diesen Fernsehinterviews. Das war immer so ein Gegending. Nicht? Man liest ihn, damit es dann schlecht geht und dann sieht man die Videos. Und die sehen ganz vernünftiger Mensch. Ja. Und vielleicht ist das auch was, so dieses von zwei Seiten, wo sich dann wahrscheinlich auch jeder findet. Nicht? Weil einerseits ist alles furchtbar und andererseits will man eh auch drüber lachen. Ja. Und da hat man das Gefühl, der kann das auch. Ja. Was, haben Sie immer, was hast du im Archiv gefunden? Also war das ein sinnvoller Aufenthalt? Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe zum Teil den Briefwechsel mit Unzelt beschlagwortet damals und herausgefunden, wie also man... Also bevor er noch veröffentlicht war. Genau, ja. wie man einfach Geld verlangen kann vom Verlag und noch mehr Geld für nichts. Geld ohne Ende. Also für... Das habe ich gelernt. das hat mir weitergeholfen natürlich. Ja, ansonsten kann ich mich erinnern, irgendwann waren Martin Huber und Manfred Mittermeier und ich sozusagen zu dritt im Traunsee hin und her geschwommen und da haben wir gedacht, wenn jetzt was passiert, dann ist sozusagen, was ist mit der Bernhard-Forschung? Die ist untergegangen, ja. Also da geht sozusagen die gegenwärtige Bernhard-Forschung und die, ich habe mich damals als die Zukunft der Bernhard-Forschung gesehen, gingen gleichzeitig unter. Ja. Ist aber gut ausgegangen. Es ist gut ausgegangen, die haben es in der Mitte, habe ich gesagt, sollen wir nicht umdrehen. Aber das heißt, dass eigentlich nie die gesamte Bernhard-Forschung ein Flugzeug besteigen sollte und einen Traumsee durchschwimmen sollte. Die Lipizzaner werden auch nie gemeinsam Das war damals sehr riskant. Wenn dann der Erbe auch noch mitgeschwommen wäre, dann wäre ja der ganze Nachlass kaputt gewesen eigentlich. Ja. Aber vielleicht wäre dann jetzt noch alles harmonisch. Ja. Aber ich habe Thomas Bernhard auch immer eher als komischen Autor empfunden. Also ich habe sehr viel zu Komik bei Bernhard gemacht und ich glaube, mir haben aber die Interviews geholfen dabei. Und ich denke, irgendwie kann man vorstellen, dass Thomas Bernhard heutzutage auf Instagram extrem gut funktionieren wird. Deshalb beim Herfahren halt im Zug haben wir gedacht, Thomas Bernhard Instagram, wenn er jetzt Instagram machen würde oder irgendwas Social Media, der wird gut funktionieren. Meinst du, es ist ja seltsam, der sozusagen Nachlassverwalter und Erbe hat ja eine Zeit lang versucht, alles niederzuklagen, was mit Bernhard passiert. Zum Beispiel wollte er auch die Verwendung des Wortes naturgemäß schützen lassen. Also irgendwie jeder, der naturgemäß schon wieder 10 Euro an den Herrn Fahnen. Ja. Naturgemäß schon wieder 10 Euro. Ja. Naturgemäß, und das ist natürlich gescheitert. Ja? Und was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Jetzt hat sich das geändert. Hätte er sozusagen auch, so genannt, hätte er wahrscheinlich auch gern gehabt. Irgendwie oder? Hat es einen Sinn gehabt, was ich gesagt habe, aber er ist mir entfallen. Hashtag. Genau. Und es gibt nämlich, obwohl alles geklagt worden ist, es gibt auf Twitter einen Account, der Thomas Bernhard heißt. Liegt es daran, dass der Herr Fabian kein Handy hat oder dass der Surkampfrat sich. Also der macht dort, was er will. Also irgendwie Thomas Bernhard macht, was er will auf Twitter irgendwie. Ja, also das ist eigentlich seltsam. Mhm. Ja? Also dass da nicht schon lange Millionen steckst du hinter diesem Account? Martin Huber und ich haben oft gute Ideen gemeinsam. mehr darf ich nicht sagen. Naja. Ja, es gab übrigens, der Steirische Herbst hat vor 3 Jahren die Original-Grazer Bernhard-Kugel auch erfunden. Mhm. Auch das ist ohne Klargeld gegangen. Wie schmeckt die so? Die war grauslich. Ja. Also es war sauteuer. Also 6 so Bernhard-Kugeln haben 49 Euro gekostet. Mhm. Das war aber ein Kunstprojekt. Das war eine niederländische, ich glaube, holländische Künstlergruppe, die Original Bernhard-Kugel. Blöderweise, ich wollte immer den Martin Huber zu einer dieser Bernhard-Kugeln einladen, aber durch die Pandemie
ist das nie zustande gekommen, eine Veranstaltung hier, wo wir eine Verkostung machen haben können, und jetzt sind sie abgelaufen. Liebe Grüße, Miri, also ich würde es nicht mehr essen jetzt irgendwie. Ja? Okay. Aber wenn du hart genug bist, also du kannst nur eine haben. Ja? Voll gern. Also zumindest zum Herzeigen. Ja, genau, ja? Fürs Archiv. Ja. Ah, da war so ein guter Ton, oder? Ja, ich glaube, wir brauchen noch ein Bier. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ja, genau, und an dieser Stelle würde ich gerne bitte nochmal dringend zu Miri schalten, denn ich möchte wissen, wie es jetzt um sie bestellt ist. Können wir bitte mal wieder die Schalte legen? Ah ja, okay. Martin, es ist wirklich meine ganze Familie gekommen. Ja, die Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen. Ein richtiger Trubel. Der Vater, Politik. Die Mutter, was wird's denn essen? Oma, a Suppen. Der Opa. Die Schwester, Miri. Miri. Kurz. Und die Tante. Wo ist die Kurz? Wo ist die Katz? Ich weiß nicht, wo die Katz ist. Das ist die Familie. Ich finde es total super, dass Sie da sind. Und ich bin auch total gespannt, was ihr alle und vor allem auch deine Familie von dieser Show halten werdet. Ja, wir melden uns dann später nochmal. Gut, jetzt kommen wir zu unserem letzten Gast. Ein Mitbewohner unseres letzten Gastes weckte damals mehr durch Zufall seine Theaterleidenschaft. Mittlerweile ist er aber von der Bühne des Schauspielhauses Graz nicht mehr wegzudenken. Heute hier bei uns am Würstelstand, weil am Würstelstand, da kommen die Leute zusammen und wir kommen mit Florian Köhler zusammen. Die Faszination an der Arbeit ist für ihn das Dreieck zwischen seinen KollegInnen, dem Publikum und ihm selbst. Unsere Faszination an ihm ist seine unglaubliche Wandlungsfähigkeit sowie seine musikalische Begabung. Er braucht nur wenige Gesten, um das zittische Wesen aufblühen zu lassen und einen der beherztesten Theatermonologe neuerer Geschichte zu entfesseln. Und so wird er 2020 für seine Darstellung als Frau Zittel für den Nestroy-Preis nominiert. Meine Damen und Herren, Florian Köhler als Frau Zittel! Kostüme, wir müssen den Senf fernhalten, hat es geheißen. Ja. Trotzdem gibt es eine Würstelwahl, Brehauser, Käsezittel, Frankfurter Wurst und bernhardianische Wurst, alles ohne Senf. Ja, ich würde natürlich diese Käsezittel nehmen. Die Käsezittel. Einmal die Käsezittel bitte und wir kommen zum Spiel. Oder wir? Ja, gerne. Ja, wir sind diese Wurst. Wir kommen jetzt zu unserem nächsten zweiten Spiel, das Lungenbraten. Ja, wieder, hallo Florian. Ja, hier spielt wieder Gast gegen Gastgeber, in diesem Fall, da Frau Strickel schon gespielt hat, halt Herr Köhler gegen Herrn Kastberger. Und es ist so, ich werde ganz am Anfang eine Frage stellen, aber erst später. Und diese Frage werden Sie aber nicht gleich beantworten, Sie beide, sondern Sie müssen zuerst einen kleinen Parcours absolvieren. Der beginnt genau hier, nicht anfassen, beginnt genau hier. Genau, beginnt genau hier. Und zwar müssen Sie dieses kleine Stück Wurst und das gesamte Krennen aufessen. Bitte das nicht. Das tut sehr weh, wenn Sie das mitessen. Also die Fähnchen nicht mitessen. Aber alles andere muss aufgegessen werden. Vollständig und heruntergeschluckt. Und dann müssen Sie als Beweis, dass Sie es auch wirklich heruntergeschluckt haben, den leeren Mund in die Kamera halten. Wenn das geschehen ist, wenn da noch was drin ist, ist das Spiel sofort vorbei, dann hat die andere Person sofort gewonnen. Wenn das geschehen ist, dann eilen Sie hier diese Treppe herunter und dann zu dieser Tür. Dort wartet auch schon die Rosa. Und sie wird genau mit zwei brennenden Zigaretten, ja,
Und Sie werden dann genau hier draußen drei tiefe Lungenzüge von diesen Zigaretten nehmen und bitte rausblasen. Nicht reinblasen, sonst gibt es einen Täuschungsalarm und es wird sehr teuer. Hier gehen Sie dann also dann außenrum weiter, kommen dann hier wieder rein. Vorsicht, Stufen, viele Stufen, eine sehr teure Kamera, da nicht hineinlaufen. Sie gehen dann hier entlang durch die Mitte des Publikums und dann kommen Sie zur letzten Station. Und zwar sind das hier, lege ich hier, Luftballons aus, hier zwei Stück und außerdem hier noch zwei Spax-Schrauben. Das ist eine spezielle Holzschraubensorte. Ich weiß auch nicht, warum es jetzt Spax-Schrauben sind, ist egal. Ich entscheide das ja nicht. Und dann, Sie müssen das dann aufblasen. Ja, und ich werde dann bestimmen, ich habe keine Ahnung, also es wird sehr willkürlich, wann der Luftballon groß genug ist. Und dann erst dürfen Sie ihn zum Zerplatzen bringen. Und die Person, die als erstes den Ballon zum Zerplatzen gebracht hat, die darf dann erst die Frage, die ich gleich stellen werde, beantworten. Haben Sie das verstanden? Gut. Sollte diese Frage, ich werde zuerst nicht sagen, ob diese Frage richtig oder falsch beantwortet wurde. Wir warten dann erst, bis auch die zweite Person den Ballon zum Zerplatzen gebracht hat. Und dann erst frage ich das ab und wenn die Antwort dann falsch sein sollte, hat die zweite Person die Möglichkeit, noch einen Punkt zu machen. So, ist ja ganz einfach. Dann muss man einen ordentlichen Gewinn geben. Es wird einen ordentlichen Gewinn geben, aber ich werde noch nicht sagen, welchen. Aber es wird sich lohnen, das kann ich versprechen. Es wird sich lohnen. Gibt es Besteck dafür? Nein, Sie müssen das mit bloßen Händen in sich hineinstopfen. Können auch das Fähnchen verwenden, wenn das irgendwie bringt. Ja. Sind Sie bereit? Moment. Er darf sich nicht ankleckern. Ja? Das ist die Wahrheit. Das ich mich mega intim, ja, meine Hand. So, sind Sie soweit? Ja. Achtung, noch nicht essen, denn ich stelle zuerst die wichtige Frage. Sind Sie bereit? Achtung, die Frage lautet folgendermaßen. Viel Spaß. Wie viel ist 19 und 89. Und jetzt los bitte, essen, aufessen, so schnell es geht, aufessen. Und es darf kein bisschen Fett übrig bleiben. Kein bisschen Fett. Muss alles im Magen landen. Ich werde das überprüfen. Ja, ist es denn auch schön scharf? Ich hoffe noch, dass das ist denn schön. Ja, der geht ja immer schön weiter. Ja, sieht schon sehr gut aus. Senf auch? Nein, den Senf kann man vergessen. Okay. Sobald Sie so weit sind, den offenen Mund in die Kamera halten und dann weiter. Den offenen Mund in die Kamera halten. Ja, okay. Ah, ja, genau. Ja, Zunge raus. Fast und los. Weiter geht's. Zur Tür. Zur Tür und die Zigaretten rauchen. Aber so schnell es geht. Vorsicht. Stufe. Bitte rasch. Ich will jetzt persönlich überprüfen, ob da auch wirklich auf Lunge geraucht wird. Erster Zug. Weiter Zug, nicht hineinrauchen, sonst kommt die Feuerwehr. Dritter Zug ist absolviert. Das Bier ist nicht wirklich spielführend, aber genau, jetzt weiter geht's, das war schon gleich. Den Ballon platzen, drücken. Ja, es ist wirklich sehr. Bist du deppert?
Ja, und Herr Kasberg hat als erstes den Ballon zum Platzen gebracht. Und was ist die Antwort auf meine Frage? Welche Frage? Tja, welche Frage? Ich werde sie sicherlich wiederholen. 108. Das ist die Wahrheit. Und damit hat Herr Kasberger dieses Spiel gewonnen. Und der Preis ist die fast volle Packung Zigaretten. Es fehlen nur zwei Stück. Herzlichen Glückwunsch, Herr Kasberger. Bitte. Ja. Das hatte jetzt wirklich sehr viel mit Thomas Bernhard zu tun, weil in Wirklichkeit war dieses Spiel ja nur die Bebilderung des Satzes: In Graz ist der Stumpfsinn zu Hause. Ja. Graz leben nur Alte und Dumme. Ah, und was sonst noch? Na, das ist aus dem Text auf jeden Fall. Der kommt direkt davor, der Satz. Ja, aber Graz, was ist gibt's in Graz noch alles? Die schlechteste Luft. Die schlechteste Luft. Die schlechteste, ja, die Luft schlechteste ist in Graz. Luft, ja. Die Leute behaupten immer in Linz, ja, aber die schlechteste Luft ist in Graz. Ja. Ja. Und ja, wie reagieren die Grazer und Grazerinnen in den Vorstellungen? Die lachen. Immer gleich? Oder? Mit den Masken war es weniger, ja, zu hören und zu sehen. Weil wir hatten im Oktober 3-4 Vorstellungen mit Maskenpublikum. Und da hat man das Gelächter leider nicht so laut gehört. Aber ansonsten fühlen sich die Menschen da, glaube ich, sie erkennen sich wieder und lachen drüber. Oh, 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 wir sind alt und dumm und so weiter. Und, oh, oh, oh. Wir sind stumpfsinnig. Wir sind stumpfsinnig, ja. Und dann rede ich über das Erzherzog Johann, ja, grauslich und mal. Und, ja, ja, und Leute oh, 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 lachen dann drüber, ja, und finden es ganz toll, weil sie das vielleicht selber spüren und noch nie die, ja, richtigen Worte dafür gefunden haben. Und plötzlich, ja, bekommen sie die richtigen Worte, ja, um die Ohren. Ja. Ja. Ich meine, das ist das letzte Stück von Thomas Bernhard, Heldenplatz, war ein großer Skandal in Österreich, im Burgtheater uraufgeführt. Die Rolle von der Haushälterin Zittel ist eigentlich die zentrale Rolle in dem Stück. Und aber von der Anlage der Rolle ist es ja nicht so einfach, weil die Zittel, die redet genauso wie der verstorbene Professor. Und der verstorbene Professor redet eigentlich genauso, wie Thomas Bernhard zumindest in diesen Österreich-Beschimpfungen manchmal auch in Interviews gesprochen und geredet hat. Mhm. Jetzt hast du diese Rolle verkörperst sie immer noch. Ich kenne mich ja bei Schauspielern gar nicht aus, sondern weiß nur immer, dass sie blöd dastehen, wenn sie keinen Text haben. Also das ist das Einzige, was ich von Schauspielern weiß. Aber wie hast du dich in diese Rolle hineingefühlt? Hat das war das eine Überlegung, dieses anstelle eines anderen zu sprechen, dass du als Titel dann eigentlich nur der Dritte in der Reihenfolge bist eines Textes? Oder ist das eine Überlegung, die in deiner Anlage, in deiner Verkörperung dieser Figur gar keinen Einfluss hatte? Na, es steht ja auf jeden Fall ganz genau einfach so drinnen, meines Erachtens, dass die Figur der Zittel sie zitiert. Und dadurch war das für mich von Anfang an ganz, ich habe das viel krasser angeboten. Ich habe das vorher bei den Proben und bei den Konzeptionen halt total krass gegenübergestellt, dem Professor tatsächlich als ganz eigene Figur gespielt. Und das haben wir auch eine Zeit lang so probiert, oder dann, ja, haben wir gesagt, das ist ein bisschen zu, das wird, ja, dann zu, zu überzogen, zu Varieté-mäßig und so, ja, weiter. Aber es hat dadurch hat es dann gut geholfen, im Kopf einfach nur die Figur, die Professorenfigur, sich einfach stark in den Kopf zu machen. Also es ist wie ein Reenactment einfach, wo, ja, man mehrere Stationen durchgeht und dass das zufälligerweise dann auch möglicherweise Thomas Bernhard in dem Professor drinsteckt, ist natürlich dann ein weiteres schönes Tüpfelchen, ja, dass es einfach mehrdimensional wird dadurch, die Rolle. Weil der Skandal der Uraufführung hat ja darin bestanden, dass man Sätze wie "In Österreich leben 6,5 Millionen Debile" herausgenommen hat aus dem Stück und die eigentlich als Autorenaussagen verbreitet hat. Also Thomas Bernhard hat das gesagt, schaut euch diesen Skandal an, dieser Nestbeschmutzer, diese fürchterliche Plage für Österreich. Mhm. Also man hat ja sozusagen, das ist ja viel zu kompliziert für die Kronenzeitung, eine dreifache Rolle oder dass überhaupt eine Frau Zittel vorkommt, glaube ich, das ist ja überhaupt nicht
beschrieben worden. Also die Sätze sind ja auf den Autor bezogen worden und so dargestellt worden, als ob der Autor das den Österreichern noch einmal ins Gesicht sagt. Irgendwie. Das war ja der Skandal eigentlich. Mhm. Ja. Genau, das war jetzt überhaupt keine Frage eigentlich. Ja. Aber es war informativ. Ja. Aber muss man, apropos informativ, es gibt ja eben diesen Vorspann, ich habe es leider nicht gesehen, die Aufführung, aber muss man den Grazern, naja, Moment, es ist ja noch nicht aller Tage Abend, aber muss man den Grazern wirklich dem Bernhard erklären? Also ist es notwendig, dass man einfach für ein jüngeres Publikum erklärt, was war mit Bernhard, warum war der Heldenplatz ein Skandal? Ja, sagt der Roboter. Ja. Man muss es, nein, erklären muss man das nicht, aber in unserer Inszenierung ist es schon wie so eine Art ein Prolog, eine Fuß. Vielen Dank. Du schuldest mir noch 120 Euro. Wollte ich nur mal kurz erwähnen. Ja. Hätte ich auch da. Aber lassen sich die Wurst trotzdem schmecken, die ist gratis. Dankeschön, danke. Danke, Florian. Bitte. Ja, bei uns genau gibt es eine Art Prolog, eine Fußnote, die dann einfach nochmal eine zeitliche Einordnung erklärt, was ist tatsächlich zu der Zeit abgelaufen, wie war das, wie wurde das skandalisiert. Das haben manche Kritiker als überflüssig empfunden, haben gesagt, das muss man nicht sagen, das ist wurscht und das weiß ja eh jeder und so weiter. Aber ich glaube, einige Leute, für manche war das dann durchaus eine schöne Randbemerkung, dass man das Ganze rundherum nochmal hört, damit, weil es haben ja alle geglaubt, oh Wahnsinn, Heldenplatz kommt, das wird jetzt ja wieder ein Skandal werden. In Wirklichkeit war es ja eigentlich auch damals an sich, eigentlich wäre es jetzt den Skandal gar nicht gegeben, nicht, wenn, aber wem erzähle ich das, wenn das nicht so künstlich aufgebauscht worden wäre und damit wurde nochmal umgegangen, um den Wind aus den Segeln zu nehmen, allen, die jetzt sagen, ja, dann macht es mal im Schauspielhaus jetzt den nächsten Skandal, bitte. Mhm. Und man sagt, da gibt es aber, so skandalös ist das gar nicht. Ich meine, es ist ja schon erstaunlich, dass Heldenplatz in einer berühmtesten Texte von Thomas Bernhard einzelne Zitate kursieren überall und trotzdem ist es ja eigentlich nach der Uraufführung in Wien in Österreich kaum mehr gespielt worden. Es hat eine lange Zeit gegeben, es ist 1988, glaube ich, aufgeführt worden, ein Jahr vor Bernhards Tod. Und ich meine, wenn man da rechnet, von 90 bis 2000, das sind ja 30 Jahre eigentlich, 30 Jahre kaum aufgeführt und dann in Graz wieder einmal. Also man fragt sich ja, warum der berühmteste oder einer der berühmtesten Texte von Bernhard da nicht auf der Bühne steht, weil man offensichtlich doch gedacht hat, das ist zu sehr in den 80er, 90er Jahren verwurzelt oder weil man eben gedacht hat, das versteht man nicht mehr, diese Hintergründe, wobei ja der Text eigentlich auch zeitlos ist. Ja, also ich glaube, das Skandalöse, wie ich das jetzt verstanden habe, ist natürlich dann schon in der Zeit, wenn dann ein Waldheim einfach da auftaucht und dass die Aufarbeitung vom Nationalsozialismus damals einfach, behaupte ich jetzt mal, noch nicht so weit vorangeschritten war, wie möglicherweise jetzt. Dass das einfach Nicht stören lassen. Die sind gewohnt, die sind immer diese Geräusche. Wenn die machen, was sie wollen, es hält sich keiner dran. Ja. Also das ist okay, das Schöne. Okay. Ja. Aber Vorsicht sind. Aber das spricht doch dafür, dass es nicht nur daran liegt, dass es skandalisiert wurde, sondern dass einfach Sachen damals noch aufgeregt haben und heute lacht man drüber. Ist natürlich auch eine Entschärfung des Textes. Also jetzt wird mehr gelacht, glaube ich, drüber, ja. Ja. Obwohl ja es ein tief trauriges und Stück ist, ja. Also für alle, die das nicht gesehen haben, ich glaube, es wird es noch einmal aufgenommen im Herbst oder kommt? Ja, das war es mal jetzt noch nicht, weil jetzt durch die ganze Corona-Zeit. Wenn jetzt alle, die da sind, einen Brief an Iris Laufenberg schreiben, wir können nicht mehr weiterleben ohne Heldenplatz. Ja. Also, auch wenn es nicht stimmt, also nur, dann kommt es auch mal. Weil die Zentrale, also es spielt dann hier in Wien am Heldenplatz, ein historisch sponsierter Ort, ich habe mich mit Senf angepasst, ein historisch, und die Figuren oder die Frau Professor wird irre daran, dass sie die Stimmen am Heldenplatz bei dem Führer, bei der Führerrede, bei der Hitlerrede noch immer hört. Also die Stimmen sind noch immer da. Und das ist ja sozusagen etwas,
was ja eigentlich nicht zum Lachen, also das ist ja eigentlich, und dann gibt es auch den Selbstmord ist auch nicht wirklich lustig. Von dem Professor, das ist ja alles nicht so wirklich lustig und trotzdem... Na, auch das, was nacherzählt wird darüber, wie der Professor beispielsweise seine Frau behandelt hat, ja, wie er die Haushälterin behandelt hat, ja, das ist ein, ja, eine Erzählung eines, ja, riesen Arschlochs im Grunde genommen. Ja. 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 Also, aber, ja, aber das macht halt dann auch irgendwie den Witz, ja, doch auch, ja, wieder aus, ja. Ja. Finde ich. Also du fühlst dich wohl in der Rolle offensichtlich, ja, also... Ja. Ja. Müssen Sie auch daran bügeln? Also die Kirsten Dehne hat bei der Urführung ja immer gebügelt. Nein, es war nicht Kirsten Dehne. Kirsten Dehne war ja die Tochter. Tochter. Wer hat gebügelt? Gebügelt, aber die Thüringer war das, ja, oder? Genau, Annemarie Thüringer hat gebügelt. Ja. Nein, wir machen das ganz ohne, ohne solche Bügelrequisiten. Nein, ja, unsere einzigen Requisiten sind ein Paar Schuhe. Das Paar Schuhe, was sich der Verstorbene, Herr Schuster, noch vom Scher hat anfertigen lassen, sozusagen. Ja. Mhm. Ja, wir machen das ganz nur mit uns aus, so mit Händen, kleine Dück und Worte, der Text vor allem. Ich meine, die Frau Zittel ist ja eigentlich das Testament von Thomas Bernhard. Also irgendwie, er legt sozusagen seine eigene Rede in die Figur, vermittelt über den Professor, in die Figur dieser Zittel hinein. Das ist ja eigentlich eine testamentarische Figur und das Schönste, was man als Autor erreichen kann, ist ja, wenn das Dienstpersonal auch schon so spricht wie man selber. Also dann ist ja in der Mitte der Gesellschaft angekommen, oder? Ja, also das, weil du mich vorher gefragt hast, nach den verschiedenen Rollen, die man da drin hat. Ich habe darin auch gelesen, dass es das Zwiegespräch zwischen Thomas Bernhard und der Frau Staviani-Check irgendwie auch war. Also auch wenn sie wahrscheinlich nicht so unterbutternd behandelt wurde, aber ich habe darin so eine Zwiesprache auch gesehen, als die ältere Frau, die sich doch durchaus trotzdem sehr viel gekümmert hat und alles getan hat dafür und dann auch das aussprechen musste, wie, ja, der Professor wollte halt nur, dass kein Mensch bei seinem Begräbnis sein soll. Und jetzt habe ich ja auch erst durch die tolle Lektüre von deiner Biografie gesehen, dass er tatsächlich nur drei Menschen wohl bei seinem Begräbnis hatte, fand ich auch toll. Also das heißt, dass der Professor, dass der Thomas Bernhard durch den Professor im Grunde genommen ausgesprochen hatte, so, solche testamentarischen Verfügungen, so fast, und nein, nur sein Bruder sollte anwesend sein, da durchgesprochen hat, also über so viele Ecken, das fand ich in der Erarbeitung, in dem gedanklichen Begreifen dieses ganzen Kosmoses irgendwie ganz schön, spannend. Mhm. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwas, ist die Frau Zittel da, das ist ja auch nicht alle Tage der Fall. Können wir irgendwas erzählen? Ich bin ja halb privat auch da, nicht? Naja, ich stelle mir immer vor, Bernhard spielen stelle ich mir irrsinnig schwer vor von dieser Textmenge, oder? Da sagen ja viele Schauspieler, also durch den Rhythmus fällt einem das Textlernen relativ leicht bei Bernhard. Gibt es da irgendeinen Unterschied zu anderen Autoren, die relativ viele Text... Also von der Textmenge her? Ja, doch, ja, ich habe immer wieder so ganz Riesenberge dann vor mir, wie zum... Also wir haben hier auch die Uraufführung von Werner Schwab, dem Faust, mein Brustkorb, mein Helm gemacht, da habe ich den Faust gespielt und der Schwabsche Text, der ist dann viel kruder und viel wüster in den Bildern und in den Beschreibungen, auch musikalisch, aber viel vertrackter, schwerer zu verstehen. Das finde ich, das ist von dem her schwerer, die Bilder allein zu greifen und den Inhalt noch zu transportieren. Und beim Bernhard finde ich, das musikalisch ist zwar schön, weil es einen Rhythmus hat, aber der hat so viele Wiederholungen, die sich dann gleich wieder umkehren und nochmal umkehren und nochmal umkehren und dann nur ein Wort dran und dann der nächste Satz gleich wiederholt, aber eine weitere Schleife dran und die Schleife wird dann dreifach wiederholt, um dann wie in einem Kanon zurückzugehen. Passiert es, dass man die Schleifen verwechselt? Mir ist es schon, ja, schon ab und an passiert bei den Vorstellungen. Da habe ich dann aber, glaube ich, immer das gute Momentum, dass wenn ich dann allein auf der Bühne bin und die Konzentration so sehr dabei habe, dass ich mir dann
es erlauben kann, tatsächlich eine große schwarze Stille zu haben, in der ich wirklich nur nachdenke und ins Publikum schaue. Nachdenke, nachdenke und nicht in Schweiß ausbreche, sondern probiert konzentriert. Wie, wo war ich? Und es trägt, also wenn ich nicht keine Panik bleibe, sondern ich mache wie die Uhr. Nein, Frau Zettel, nein. Und plötzlich geht es wieder los. Und das ist dann, also, das passiert schon. Ja. Aber da muss ich mir quasi die Zeit und wie so eine komplette Meditation. Am Schluss muss es halt wieder ausgehen, nicht? Naja, so, es ist ja zum Glück keine Timer. Kein Timer. Es wäre blöd, wenn dann irgendwann. Scheiße, ich muss fertig werden. Ja, nein, am Ende zurückkommen und im allergrößten Notfall haben wir ja auch den schönen Berufsstand der Soufflage. Und da kann man dann noch im blödsten Falle, was ich, glaube ich, in meinem Leben einmal getan habe, sagen: Text! Das sagt man wirklich? Gibt es da kein Zeichen? Kann man machen, wie man das will. Du sagst das gerne. Ja, wenn es erst einmal vorgekommen ist. Was habe ich gesagt? Irgendwie sowas. Ich glaube, sowas wie, was würde Thomas Bernhard sagen? Oder sowas. Sowas. Ja. Ja, aber es sind teilweise große Textgebäude, in denen man da wirklich hart jonglieren muss im Kopf und im Mund natürlich, ja. Ja, bevor sich die jetzt noch die unangenehmsten Geräusche einfallen lassen, um uns daran zu erinnern, dass wir zum Ende kommen sollten, sind wir jetzt am Ende. Herzlichen Dank für die Gesprächsrunde. Martin Huber wollten wir auf die Bühne bitten, um eine Einschätzung des Beitrags dieses Abends zur internationalen und weltweiten Bernhard-Forschung zu bekommen. Also es würde mich jetzt sehr interessieren, ob der Abend gelungen ist oder nicht. Weil muss das jetzt in einem Satz sein? Oder nein, es können drei Sätze auch sein. Drei Sätze. Ja. Eben, sonst kann ich nicht alle Beiträge würdigen. Natürlich hat dieser Abend die Thomas-Bernhard-Forschung weitergebracht um vieles. Vielleicht um zu jedem was sagen. Ich habe die Aufführung gesehen übrigens. Gratulation, gerade noch vor dem ersten Lockdown, also noch maskenlos. Und eben, weil du gesagt hast, das stimmt tatsächlich, Heldenplatz ist lange Zeit nicht gespielt worden. Wahrscheinlich ist auch der Schatten dieser Peimann-Inszenierung und dieses großen Skandals über allem gelegen. Dann ist er lustigerweise gerade in der Josefstadt, die ja bekanntlich in Heldenplatz oder auch sonst im Werk Thomas Bernhards nicht sehr gut wegkommt, aufgeführt worden. Sagen spreche ich auch gerne diese Texte. Ich auch sehr schön. Und jetzt erlebt Heldenplatz ja gerade so eine Konjunktur in Österreich. Also in Graz, Salzburg. Jetzt trauen sich alle plötzlich. Also jetzt brechen die Dämme. Ja, zum Martin, also danke, eine schöne Erinnerung ans Bernhard Archiv und die Social Media Anschlussfähigkeit Thomas Bernhards ist auf alle Fälle noch ein Feld der Thomas Bernhard Forschung, das noch ausgebaut werden kann. Und zum Herrn Mahler, ja, vielen Dank für die unkorrekte Biografie. Einen Fehlernachweis hätte ich noch, den man nachtragen kann. Ich sage dann gerade noch, was ich gelernt habe aus dieser Biografie als Schlusswort, aber es ist zwar eine schöne Pointe, dass der Bernhard den Frost, also seinen ersten Roman, im Krapfenwaldelbad geschrieben hätte, bei heißen Temperaturen. Das mag ich übrigens auch sehr, das Bad mit dem wunderbaren Ausblick über Wien. Aber erstmal soll man nicht alles glauben, was der Thomas Bernhard gesagt hat, auch in Interviews. Ich glaube, er hat es gesagt, oder? Ja, oder in einer Biografie er hat es tatsächlich in einem Interview gesagt, allerdings nicht, dass er es dort geschrieben hat, sondern er hat es in der Wohnung von der Hedwig Stawianicek geschrieben. Und dazwischen ist er. Genau, und immer wenn es dann zu heiß geworden ist, ist er ins Grafenwaldbad gegangen. Also in die Wölke Essen, im Kammerl bei der Stawianicek den Roman geschrieben, dann in die Wölke Essen, dann ins Grafenwaldbad. Und ich habe das tatsächlich mühsam recherchiert, wo der Bernhard das geschrieben hat. Denn Thomas Bernhard ist eigentlich kein archivfreundlicher Autor. Ja. Da wünscht man sich so jemanden wie Peter Handke, der jeden Tag vermerkt, bis wo er gekommen ist und wo er das geschrieben hat. Dritte Auflage, ist doch gut. Ja, Bernhard hat das äußerst selten vermerkt. Und ich habe dann mühsam recherchiert, dass es im Wesentlichen im August 1962 in Wien geschrieben wurde. Und tatsächlich dann bei der Zentralanstalt für Meteorologie
angefragt und das Temperaturniveau des August 1962 war tatsächlich überdurchschnittlich. Also insofern stimmt das mit dem Bart wahrscheinlich. Aber es ist alles mit der Schreibmaschine getippt. Und, Aber Notizen in einer Notiz? Das hat nicht er gemacht, äußerst, oder nie gemacht? Äußerst selten gemacht. Also Bernhard war tatsächlich jemand, der das an der Schreibmaschine etwas... Wie kann man den Thomas Bernhard gar nicht in Badehose vorstellen? Da ist auch tatsächlich kein Foto. Es gibt ihn mit Shorts am Rad. Ne? Ja, aber das mit Lederhose. Elegante Shorts. Lederhose? Lederhose sind elegante Shorts. Shorts Im Salz kann man gut. Kurze Lederhose. Aber was ich. Das ist ein Bild von Hitler, wo er mit Lederhosen so schön posiert. Was ja, das war jetzt wieder die faschistische Schiene. Aber was ich bei Niklas Mahler vor allem gelernt habe, ist, dass die Nachgeburt Thomas Bernhards die Form von Österreich hatte. Und das erklärt natürlich fast alles über das Verhältnis Thomas Bernhards zu Österreich. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, sehr gut. Anfangs scheinbar nicht enden wollender Abgrund begann, hat jetzt doch so langsam sein Ende. Aber vorher möchte ich doch noch einmal kurz zu Miri schalten, um zu sehen, wie es ihr und ihrer Familie geht. Können wir bitte wieder die Live-Schalte zu Miri haben? Miri, wie ist es denn jetzt mit deiner Familie? Wie fanden Sie es denn? Martin, ich bin jetzt wieder allein. Ich habe es weggeschickt, die Familie. Sie haben einfach keine Ruhe gegeben. Was wird's denn essen? Hat die Mutter gemeint, Suppen, wollte die Oma. Der Opa hat nichts gesagt, aber er hat geschaut. Er hat die ganze Zeit so geschaut. Opa, ich kann mich da nicht konzentrieren, wenn du so schaust. Ich muss mich da konzentrieren auf diese Literaturshow. Miri, hat mir die Schwester ins Ohr gesudert. Miri, Suppen. Bitte, Suppen. Oma, es gibt jetzt keine Suppen. Ich habe euch ja nicht zum Abendessen eingeladen, sondern dass wir doch gemeinsam diese Literaturshow anschauen. Wo ist die Katz? Wo ist die Katz? Die Tante findet die Katz schon wieder nicht und rennt ganz hysterisch im Zimmer auf und ab. Politik, der Vater Politik. Miri, wo ist die Katz? Wo ist die Katz? Was wird's denn? Suppen. Oma, es gibt keine Suppen. Miri, wo ist die Katz? Politik, Vater, es geht einmal in deinem Leben nicht um Politik, sondern um diese Literaturshow da. Jetzt bin ich wieder allein. Aber Martin, ich bin froh, dass ich wieder allein bin. Ja, aber ich muss gleichzeitig auch sagen, dass es dir scheinbar doch irgendwie wieder besser geht. Danke dir, Martin, dass du heute da warst. Du hast für uns alle diese Show gerettet. Die Gäste waren da, die Gastgeber auch. Aber irgendwas fehlt nur. Ich kann es jetzt gar nicht genauso beschreiben. Es ist eher so ein diffuses Gefühl. Ein Gefühl des Verlusts. Ja, wie eine Leerstelle, die ich nicht zu füllen vermag. Wie ein Loch, das... Das Haiku. Ja, natürlich. Das obligatorische Haiku habe ich natürlich wieder völlig vergessen. Ja, das genau. Wird sein. Ja gut, dann werde ich jetzt noch schnell ein Haiku verfassen. Das war die Hölle. Ich bin kein Moderator. Das ist die Wahrheit. Ja, gut. Danke, Miri. Das war's. Ich hab's endlich hinter mir. Dankeschön. Das war die 8. Ausgabe von Roboter mit Senf. Heute einmal anders. Wir sehen uns wieder am 8. Oktober. Bis dann. Wir sind wieder zurück.